Ich muss mit der noch rausgehen. Und dann noch was essen. Genau, auf meine alten Videos, klar. Nee. Du musst einen Vorschlag machen. Kann ich auf deine alten Videos reacten? Nee, du hast gesagt React. Was ist denn das für ein... Das ist ja kein Vorschlag. Du musst einen Vorschlag für ein Video dann machen. Weiß ich doch nicht. Vor allem, du hast abgelehnt. Denied. Ein allererstes Let's Play. Das will sich keiner angucken, das will ich nicht. Nee. Da kann man sich nur tatsächlich den Start von angucken, ja. Boah, ich finde das voll dumm, die haben das hier geändert, ne? Du kannst nicht mehr deine ältesten Videos dir angucken. Ich muss die Sachen vom Streamer hochladen. Sonst sind die weg. Ist das hier drin? Stimmt. Super sortiert. Nee, das geht nicht mehr. Ja, verstehe ich aber auch nicht, warum die das geändert haben, ehrlich gesagt. Aber das ist schon bescheuert. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Mass Effect 1. Und wir drücken direkt auf Start, wollen quasi direkt rein. Das Spiel ist von 2008. Boah. Ja, ich glaube 2008. Gespielt habe ich es natürlich schon mal. Das ist richtig alt, ja. Ist auch schon ein paar Tage älter. Allerdings habe ich es noch nie alle drei Teile auf dem Computer gespielt, deswegen für mich auch ein bisschen dann... Boah, Alter, hier steht, das ist ja krass. Wie klappt hier? Hier steht vor 9 Jahren. Es kam am 12.04. kam das erste raus. Ey, das ist ein. So, wie lange ist das noch? 3 Wochen? Dann ist das 10 Jahre her. Krass. Dann mache ich im Grunde seit 10 Jahren irgendwas im Internet. Heftig. Ja, bei dir ist noch länger her, ne? Ja, aber das ist halt schon krass. Zeit vergeht. Und das Mikro, was ich da hatte. Ich habe das da, steht nirgendwo drinne, was das ist. Aber es ist das letzte Rotzding. Ja, aber die ist safe länger her, denke ich. Wir hatten das schon mal geguckt. Das war so ein 8 € Billo-Headset. Man hört's auch. Richtig schlimm. Spielt was Neues. Wir fangen hier. Aber immerhin 340 Aufrufe. Erst einmal eine neue Karriere an. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen an. So, ich wähle den Soldaten, das spiele ich am liebsten. Erscheinung lasse ich so, weil ich die eigentlich am angenehmsten finde von allen. So kann man nochmal kurz gucken, ob alles so weit passt. Ja, das ist. Aber hier labern die viel. Das ist halt doof. Boah, ey, du jetzt erst auf dem Planeten. So. Fast 20 Minuten gar nicht. Ab hier geht's eigentlich los. Was zur Hölle sind das für Dinger?
Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Man, denn ist schön, wenn die harmlos sind. So, jetzt werde ich erstmal. Ich habe 3 Punkte zu vergeben. Ja, wo mache ich denn die hin? Einmal ich mal kommen und schmeicheln. Ich bin nur ein kleiner Schmeichler. Du kriegst mal was noch ins Herz. 87 Folgen, krass. Hier. Ach, ihm kann ich auch direkt was geben. Guck dir das an. Ja, komm, hier kriegst du Overkill und. Ja, guck, ja, fast du 2. Nee, ein Jahr, ja. Glaube ich. Ab wann hatte ich denn dann das. Hallo? Ah, hier. Boah. Ach ja. Ja, ich würde mal sagen, diese Bräunungssession war ein wenig zu lang. Ja. Also, wenn man ins Solarium geht und so aussieht, hat man was falsch gemacht. Boah, ab wann hatte ich denn... Guck mal ein bisschen durch. Mach dich bereit für Rexonas stärksten Schutz aller Zeiten. Hallo? Jetzt rede doch! Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso treffe ich denn die Spacken nicht? Nee, das war noch das. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Uhr gebühren. Alle Wege sind unpassierbar. Alles viel ausrichten, oder? Ab wann hatte ich denn das andere Mikrofon? Ist auch für die Zügel, oder damit ich, hören Sie mal. Ja, ja. Nummer 1 und Nummer 2. So, das war's. Ja, das war's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, für mich ist es schon ein bisschen her. Mann, ey. So, aller guten Dinge sind ja wie immer 3. Naja, ich will wissen, ab wann ich das hatte. Ist der aufgestiegen? Krass. Mal kurz gucken, ist groß. Aber übelst leise. Richtig schlecht abgemischt. So, wenn du im Livestream bist, dann kann das immer passieren. Weil ich höre das anders, als man das im Stream hört. So, das finde ich halt auch dumm. Ja, ist immer eine schwierige Sache. Aber eigentlich in so einem Let's Play kann man das schon besser machen. Mach dir mal keine Sorgen darum. Ja, wann war das denn? War das hier? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, für mich ist es schon ein bisschen... Aber man hört einen Unterschied. Mach dir mal keine Sorgen darum. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Aber so gar nichts nachbearbeitet. Ja, für mich ist es schon ein bisschen her. Das heißt, irgendwie habe ich verplant, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir als letztes waren. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall mit unserem... Ihr habt das übrigens jetzt so weit hingekriegt, dass Ashley auf dem einen das ausfadet. Und auf dem hier, der bleibt. Genau. Und wollten jetzt ein paar Nebenmissionen machen. Damit wir die auch mal abhaken können. Die Scheißdinger. Krass. Ist ja auch nicht ganz so unwichtig. Das habe ich richtig lange benutzt, das Mikro. Ja, für euch ist es maximal ein Tag oder ein paar Stunden. Je nachdem. Nichts ist aber tatsächlich, boah, ich glaube, eine oder anderthalb Wochen. Ja, ungefähr. Da war ich noch in Berlin. Hat natürlich, hat ja auch einen Grund. Ich hatte keine Zeit und dann habe ich halt auf mein neues Mikro gewartet, bis das kommt. Das ist heute da. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr mich auch ein bisschen besser hört, dass sich das alles ein bisschen schöner anhört. Absolut gar nicht, ja, weil es viel zu leise ist. So, leise ist. Jetzt sind wir wieder voll dabei beim Mass Effect. Was man da auf eine Scheiße gelabert und hat. Und landen. Nicht schlimm. Auf dem Mond. Auf dem Mond.
war schon auf dem Mond. Was denn? Dass es leiser ist? Nein. Die Trümmers? Ja. Das ist ja deutlich leiser als das andere Mikrofon. Das hat einfach scheiße abgemischt. So, jetzt habt ihr mich vielleicht alle nicht wirklich gehört. Ich muss mal ein bisschen den Sound. Aber man hat. Ich weiß nicht hier. Boah, nee, ich weiß nicht, wo ich das. Ab wann ich das andere. Bei, ich glaube, Dark Souls, da hatte ich das relativ neu. Das Procaster. Bist du bereit, was war auch ein geiles Spiel zu genießen? Air Up macht das Unmögliche möglich. Oh, ich weiß nicht, ob der TIE Fighter ist das. Weiß ich jetzt nicht so genau. Wir landen auf jeden Fall auf Kashyyyk. Oder Kashyyyk? Der Heimatwelt der Wookies. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Der TIE Fighter, genau. The Force Unleashed. The Force, Junge. Nein, The Force Unleashed. Wir sind hier auf einem Pilzplaneten. Hä? Und müssen. Hä? Wie sieht denn das Zimmer hier aus? Hallo. Ich weiß halt nur leider nicht, wo wir die Jedi-Meisterin Shaak Ti finden. Ah, das mit dem. Einheimische nähern sich. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Hä? Gib dir gleich mal die Macht stark. Stark haut da raus. Hier, guck mal. Stark die Macht ist. Kommt der auch wieder runter? Ach, da unten ist er. So stark ist die Macht. Ah, dass die ruckzuckig runterhauen werden, die kleinen Monkey. Die Felucianer sind organisierter und mächtiger, als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Dahinter steckt ein Jedi. Hier, das können wir uns an. Brumm, brumm. Blinken. Weißt du die ganzen Tastenbefehle dafür? Blinken? Ja, ist gut schön. Die Force Unleashed ist richtig gut. Also beide Teile machen richtig gut. Jetzt fallen ja auch noch andere Rumor. Vorsichtig sein. Das ist krass, oder? Ich ramm die einfach alle weg. Wie war das? F3 oder 3? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Beste. Ich hab das Licht ausgemacht und ich war dann nicht mehr online. Du solltest L für Licht. Ja, genau. Alter, du bist doch verrückt. Hör auf den Meckern, Esteban. Chef, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Was ist das, diese Maut? Maut bedeutet, wenn du in einen anderen Staat fährst, musst du halt zahlen. Ja. Weil darfst du ja einfach nicht mit Fracht drüber. Okay. Ich dachte schon, es wäre eine Kreuzung aus Maultier und Tiger. Nee, leider nicht. Ha. Sie. Warum hier wird nichts grün? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Ampel ist geworden gelb. Und da war ich offline. Und dann wieder rot. Vielleicht will das Spiel einfach nur, dass du länger stehst. Ich stehe bereits seit 30 Sekunden hier. Ich glaube, man kann fahren. Ich glaube, ich habe mehr Scheiße gelabert und du hast einfach nur mitgemacht. Ja, kostet Geld. Das bezahlt der Arbeitgeber. Aber du bist mein Arbeitgeber, deswegen du musst bezahlen. Nee, achso, kannst du die Kategorie dann kurz noch ändern? Für den Rest? Nein. Sie. No. Sie. No, no, senor. Si, senorita. Oh, shit. Schnell ja, fahren. Weißt du, jetzt war grün, war grün und dann war gelb. Alles ist okay. Weg. Da. Nee, du kannst ruhig durchfahren. Es ghostet. Das war lange. Nö, ich fahre ja außen rum. Unrealistisch. Er muss sowieso da reinfahren. Wegen Auftrag abgeben. Ja, man muss nicht dahin, wo du bist, sondern. Doch, du musst dahin, wo ich bin. Ach, Scheiße. Jetzt hast du Kacke gebaut. Nö, ich fahre einfach rückwärts. Aber das hat doch richtig lang gedauert, das zu schneiden, ne? Obwohl es gar nicht so viel war. Trotzdem hat das voll lang gedauert. Easy Game. Eigentlich hätte ich das gern weitergemacht mit so Stream Highlights. Kingman fahren. Maybe not so easy game. Oh Gott. Weil das würde ich tatsächlich geiler finden. Du hast deine Streams bei Twitch, sag ich mal, und der war einfach länger. Müsste man halt wachsen lassen wieder, ne?
wenn du deine Streams auf Twitch hast und du hast im Grunde so Stream-Highlights dann auf YouTube, würde ich, weiß nicht, vielleicht geiler finden, als wenn du einfach alle Videos darauf packst. Andererseits hast du dann halt auch gespeichert deine Streams, ne? Weil bei Twitch sind sie irgendwann weg. Ja, weiß nicht, geht. Ich guck mal kurz, ob da vorne irgendwie umdrehen kannst. Okay. Ich müsste nur einmal gerade kommen, dann kann ich gerade rückwärts fahren. Can I spawn in a game without somebody ending up inside me? Nein. Für sowas wüsste ich aber tatsächlich gar nicht. Das oder das einfach lassen. Und dann die Kamera irgendwo anders hinpacken. Du könntest aber hier hinten umdrehen. Das wüsste ich nicht. Was hast denn du gemacht? Ach so, du machst das so. Ja, ich drehe hier einfach. Oh, bloody hell, Bush Lives Matter. What the hell? Kein. Da will ich aber einfach direkt ab. Oh Gott. Du stellst Dinge an, Alter. Los. Druck, fahr. Oh Gott. Ja, ja. Was stellst du da an? Ich weiß nicht. So, ich weiß ja nicht, ob das so gut funktioniert. Ja, das ist kein Problem. 10-4 sind wir bei der Polizei oder was? Ja, war schon. Komm, fahr. Zieh den, ich finde auch so eine Best-ofs, wenn, kannst du auch eher darauf auch reagieren. Als auf ganze Folgen. Ja, easy game. Was du da machst, Alter. Ja, ja, so macht man das, tut mir leid. Dauer 276.304 Stunden 7 Minuten. Was? Abzug für Unpünktlichkeit. Ich hab ja sogar noch drauf gezahlt. Alter, wie zum Geier. Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich, weil ich da mal rausgegangen bin oder so. Kann das sein? Ja, aber es ist trotzdem krass. 267.000 Stunden. Hey, 76.000. Snowman 2020, ja. Rast mal hier nicht so rum. Du darfst 65 fahren. Du fährst doch mindestens 75. Ist das die Polizei? Ich muss eine Fahrer melden. Snowman 2020. Ja, das war's. Dankeschön, tschüss. Ich hab den jetzt angezeigt. Lass mir nicht in die Kamera ausmachen. Sowas gehört sich nämlich nicht. Ich hoffe, geht gar nicht. Scheiße. Ja, genau. Frau, genau. Haus, Kinder, Schildkröte, Hund. Butterbrot. Papier. Ey, Stullen. Nicht das Butterbrot. Doch, das alles. Brauchen die doch noch. Ist aber mir dann egal. Aber dann lass wenigstens die Gurkenscheibe. Die kann er haben. Wenn sie verschimmelt ist. Ja, okay. Ist einverstanden. Aber die Butterbrotdose ist auch weg. Ja, nein, das geht klar. Ja. Alles. Ist, ja. Also, das Butterbrot, alles weg. Das ist ja schon wieder Kilometer vor der Weiße. Ja, das sieht schon nice aus. So reden, wenn du willst, ne? Auch kein Problem, du. Jawohl, du. Du bist der Harry, der Trager, du. Du musst aber auch rechts runter, ne? Ja, genau. Ja, ja, muss ich. Du bist ja der rasende Reporter, bist du ja, wenn du so schnell fährst, du. Was? Aber ich dachte, das wäre meine Geheimidentität. Ja, sicher das. Ja, sicher, da ist Vorfahrt gewähren. Mach ich aber nicht. Jetzt komm mal, flottet Bienchen, drück mal aufs Jass hier. Ja, mach ich doch. Ich meine nur hier das LKW. Achso, das meinst du. Ich fahr ein bisschen schnell jetzt. Jo, was geht? Jo, was geht? Alles fit bei dir? Was macht deine Lieferung? Jo, ist alles fresh in the books. Verstehst du das? Hast du richtig geil ein Kennwort oder wie? Ja, nee, noch nicht, aber das fällt mir mit Sicherheit bald noch ein. Ich sag dir, ich hab einen Traktor, da ist hier Michael da drin. Verrückt, damals arbeitet nicht, du. Wissen, wie viele blonden Witze oder Blondinenwitze es damals zu deiner Schulzeit gab, Alter. Das war damals, da ist der 1965. Da war ich mit 14 noch in der 5. Klasse. Gibst du da was umsonst oder warum bist du so langsam? Ja. Ah, gut, dann ist gut. Sagt er, nee, hör auf mit dem Scheiß, er hat meine Mutter beleidigt, bla bla bla. Dann kommt der andere rein, sagt irgendwas, ah nee, das stimmt gar nicht, der hat mich beleidigt, bla bla bla. Wo ich mir denke, Alter, halt doch einfach beide eure Fresse, bla bla bla. Oh Gott.
Kannst du nicht einfach bremsen, Junge? Ja, mein Blau kann man einfach nicht übersehen. Ja, du bist ja auch mal blau. Ja, nicht immer, aber manchmal. Bla, bla, bla. Ich glaube, das ist der Nico. Ja, der ist einfach ein Dulli. Also guten Tag, Sir. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Ja, hab ich doch. Ich bin ein bisschen schneller gefahren. Ansonsten muss ich Ihnen ein Ticket verpassen. Geil, ein Ticket? Wo geht's denn hin? Nach Honolulu. Ja gut, mach ich. Ja, wirklich? Ja klar. Auch hinter schwedischen Gardinen? Ey, Schweden ist geil. Oh, ja, gut, ich sag mal so, ne, Schweden hat schon lecker Mädchen. Ja, gut. Und da gibt's die Köttbullas gibt's da, ja, weißt du. Die nehme ich da auch mit. Ja, ist ein Argument. Ich bin noch ein bisschen mit mir selbst am Reden. Ach, schon, schlafen schon alle, ne? Mal so. Ja, die sind ja auch nicht schlecht, da kann keiner von draußen reingucken, ne? Ja. Oder halt auch von drinnen nicht raus, je nachdem, was das für Jardinen sind. Wenn du sie nicht wegmachst, kannst du nicht rausgucken, verstehst du? Na, weißt du Bescheid jetzt hier. Mir rein, Huhn. Und im Wagen Finger. Fährt mir auch ein Esel. Und zusammen sind sie ein Esel. Aber das geht nichts gut, denn das geht nicht zusammen. Nope. Ich kenne das Lied nicht. Dein Kollege ist ein verrückter Dark Souls-Spieler. Das ist korrekt, der ist ein verrückter. Der ist richtig verrückt. Ich kann dir nur sagen, er ist verrückt. Denn er ist verrückt, weil er spielt Dark Souls. Musst du dir vorstellen, er ist einfach verrückt. Alles Lügen. Ja, ganz verrückt. Er ist schlimm. Alles Lügen. Und er hat nicht nur Dark Souls gespielt, er hat auch Dark Souls 2 und 3 gespielt. Er ist noch verrückter. Was? Ich verstehe dich nicht. Also ich weiß nicht, was ist dieses Dark Souls? Aber er kennt dich nicht mehr. Ich glaube auch. Aber ich kann dir auch sagen, warum er dich nicht mehr kennt. Er kennt dich nicht mehr wegen seinen Medikamenten. Er ist nämlich verrückt. Er muss jeden Tag 33 Pillen nehmen, damit seine Verrücktheit nicht überhand gewinnt und damit er noch ganz normal weiter leveln kann. Gar kein Problem. Und auf den ganzen Pillen und Alkohol, auf denen er selber auch ist, musst du verstehen. Also das ist Werbung. Schwierig für ihn, sehr, sehr schwierig. Sie? Also er hat Frau und Kinder zu Hause und das, ach, das ist halt kommt schon die fast Geschichte. Unerträglich für ihn. Deswegen, also, ne, muss er jetzt No, das ist nicht korrekt. Doch, hast du. Nein, du hast mir doch letztens davon erzählt. Ja, letztens. Alzheimer. Letztens, ich habe dir erzählt, ich habe Frau und Kinder zu Hause. Aber ich habe dir auch erzählt, es gibt eine Fest nach einer Hochzeit. Achso, okay, entschuldige. Und diese Frau, es gibt es nicht mehr. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also wenn ihr von irgendwann mal nichts mehr von mir hört, wisst ihr Bescheid, wo ich gelandet bin. Also es war in... Ich glaube so 25 oder so? Nein, no. Ich habe sie genannt, Kind 1, Kind 2, Kind 3. Dann aber, ich habe mir gedacht, ich mache einen cleveren Move. Ich nenne dann das vierte Kind Kind 5 und das fünfte Kind Kind 4. Hör auf, ich kann schon fast nicht mehr fahren. Weil das ist ziemlicher Brainfuck, verstehst du? Und dann, ich glaube, ich habe die anderen einfach durchnummeriert, die kamen so hintereinander und ich habe sie einfach genannt. Kind 6 bis 30. Und ich habe alle einfach so genannt. Kind 6 bis 30. Also ich weiß nicht genau, wie viele Kinder es sind. Aber jetzt ist egal, die sind eh alle weg. Alle weg. Ich kann nicht mehr fahren, Alter, wegen dir. Ist auch nichts Schlimmes, warum sie weg sind. Sie sind einfach von einer Klippe gestürzt. Es ist nichts Schlimmes. Aber sie sind tot. Und ich muss ehrlich sagen, als sie gestürzt sind von dieser Klippe, ich habe nicht geguckt, ob sie vielleicht noch leben. Aber ich glaube, sie leben noch. Oh Gott, ich genau. Sie wollten von dieser Klippe in den Pool springen. Und ich glaube, der Pool, es war so ein 2x2 Meter Pool und ich glaube, sie haben es überlebt. Ja. Der konnte mir noch die Hälfte seiner Ladung selber mehr. Sie. Das erzähle ich an, dass das nur die Hälfte ist. Aber in Wirklichkeit kann ich euch sagen,
Es sind mindestens 90%. Alter. Deswegen, ich muss auch jeden Tag fahren nach Mexiko zurück. Ich brauche neuen Stoff. Also wenn die Straße nicht geradeaus geht, dann ist das meistens eine Kurve. Das stimmt allerdings. Aber also, ne, da will ich jetzt auch nicht Garantie für geben, aber ich habe das mal gehört. Ja, ja. Wo hast du das denn gehört? Das habe ich in so einem, also ich weiß nicht, ist hier irgendwas mit G und O und weiß ich nicht, Google Hupf oder Goggle oder weiß ich, irgend sowas komisches, muss irgendwas so Nischenhaftes sein. Da ich sowas okay. mal, weißt du, da so Internets oder so und da. Macht Sinn, ja. Scheiße. Ja. Das ist auch geil. Ich bin ungefähr mit dem Doppelten losgefahren, hab auch schon über die Hälfte der Kilometer hinter mir. Es sieht sehr eng aus. Ich bin mit dem Doppelten losgefahren. Das sieht sehr eng aus. Na? Wegen der Tank. Mhm. Vor allen Dingen, du hast hier rechts jetzt keine Tank. Hättest du mal vorhin getankt jetzt. Ach, das. Reicht noch. Und selbst wenn, hättest du da auch durchrollen können, rein theoretisch. Ja, aber wenn du dann bremst, dann bleibst du falsch stehen, dann kannst du ja nicht weiterfahren. Ja, das stimmt allerdings. Aber hey, du hast es immerhin geschafft. Mhm. Das könnte jetzt eng werden, ne? Weiß ich nicht, der soll fahren vor mir. Der hat geblinkt. Du kannst ja, fahren. Ja, ich komme hier aber raus. Oh, warte. Das ist auch so eine bescheuerte Sache gewesen, ey. Die Kacktankstelle. Als ob. Alter, gut, das habe ich jetzt probiert. Der muss sich auch gedacht haben, was macht der Spaten? 10% Schaden einfach mal. Was mach ich denn hier, Alter? Ja, der kann das ab. Anstatt der einfach. Ich einfach weiß auch nicht. Ich bin nur behindert. Ich will mich auf einen Parkplatz stellen. Jetzt fährt er einfach. Warum ich nicht rückwärts einfach rausgefahren bin, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich da machen wollte. Ich weiß es nicht. Ah, nee, warte, ich kann noch rückwärts fahren. Ah, jetzt muss ich auf die Straße fahren. Ich hätte einfach auf die Straße fahren können. Keine Ahnung, weil ich mir da gedacht habe. Oh, warte, zack, ja, jetzt pass auf, jetzt machen wir den hier. Kommt da einer? Nö. Nein, oh, Alter. Also, wenn die das machen sollen, was man möchte, weißt du, machen sie das nicht. So, easy game. Back on track. Ja, perfekt da reinfahren, weißt du? Einlenken, einlenken. Genau. Stopp. Nee, ist noch nicht schnell. Nee, warte. Zieh nach vorne. Das ist, glaube ich, minimal zu viel. Ja, so genau kann man, oder? Das ist schwierig, ne? Ja, ja. Du hast ja auch deine ein bisschen eingedreht. So ist nicht schlecht. Das sieht nicht verkehrt aus. Na, es geht. Es geht. Ein bisschen Kuschelsex. Ja, Siggi. Alter, Parkplatz-Sex hier. Lasst uns finden, was uns das ging halt auch recht lange mit 15 Minuten, ne? Aber ist okay, das war ja auch ein etwas längerer Stream, glaube ich. Den Versand einmalig geschickt. Also Zahlfunktion nutzen und Code eingeben. Nur bis Ende März. Hä? Das geht, 8 Minuten. Hä? Wie sieht denn das Zimmer hier aus? Kann ich denn aufstehen? Hallo? Ich weiß halt nur leider nicht, wo hier in diesem... Kann man bestimmt auch irgendwann mal wieder spielen, ne? Cargo Elevator. Da ist das nicht. Du bist, glaube ich, kein Cargo. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Oh nein, ich bin auf diesem Planeten, wo die Luke oben ist. Ach du Scheiße, ich komme da nie raus. Bin ich vielleicht gefangen? Ist das so ein Gefängnisplanet? Ja. Pitch Black? Scheiße, ja. Jungs. Wir sind alle tot. Du, ich glaube, es ist wirklich ein Gefängnisplanet. Naja. Boah, das ist die Performance. Na doch, da steht Exit. Was denn, wie geht das Spiel nochmal? Gestern. Alter, wo zum Fick bin ich hier? Ist das eine Arbeiterkolonie oder was? Ah, Y, okay. Bin ich hier gefangen? Marcel, du bist nicht gefangen. Hier ist aber ein Soldat, der guckt mich böse an. Bin ich hier gefangen? Können Sie mir das mal... Hallo? Hm. Ja, ich glaube doch, ich bin hier gefangen. Der redet nämlich nicht mit mir. Nee, hier ist es nicht. Ach, keine Ahnung. Nee, warum? Was denn? Ich bin da auch gar nicht so...
intensiv sonst drin in dem Spiel. Ich finde es, also prinzipiell finde ich das Spiel schon geil. Also so die Idee von dem Spiel. Aber man spielt es halt auch zu selten. Du musst da halt recht viel Zeit investieren, glaube ich, um da irgendwas zu schaffen und zu machen. Irgendwie jetzt das letzte Update und die Server liefen absolut nicht geil. Okay. Ja, wie gesagt, ich finde die Performance an und für sich, also war ja schon mal dann im Chat einer, der meinte, ja, ist, Server müssen ja dies, das. Andere Spiele schaffen es ja auch, ne? Klar, es ist halt ein großes Spiel mit viel, was da gemacht werden kann. Aber ja, grafisch ist halt heftig, ne? Ansonsten, wie gesagt, das Spiel so aber ist ganz cool. Doch, hier ist eine Station, ich fahre jetzt mit der Bahn. Ich sag doch, es ist ein Gefängnisplanet. Da, guck, da steht, you are being monitored, siehst du? Gefängnisplanet, ich sag doch. Ja? Ja, ja. Nein! Hast du was gefunden? Okay, Leafston Station, da muss ich nochmal mitfahren. Scheiße, jetzt ist der gerade weggefahren. Wo kommt der nächste Zug? Nie Glück, ey, ich sag es dir einfach. Ich muss zur Central Station. Muss da umsteigen in die Commerce Line. Glaube ich. Und dann bin ich am Spaceport. Ja, das ist doch machbar. Oh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein Spiel. Potenziell könnten die hier Raytracing reinmachen, aber ich glaube, dann geht gar nichts mehr. Update 2. Die Live-Server von Star Citizen leiden weiterhin unter Instabilität. Update. Es gab ein Status-Update der Entwickler. Original. In der Nacht vom 10. auf den 11. März 2023 ist das bisher größte Update für Star Citizen online gegangen. Die Alpha 3.18 brachte jedoch nicht nur mehr Persistenz und andere Verbesserungen in die Spielwelt, sie machte auch eine Menge kaputt. Seitdem kämpfen die Entwickler damit, die zahlreichen Baustellen aus dem Universum zu schaffen. Persistenz an und für sich ja gut. Doch ist da. Aber das ist natürlich nicht so schön. Ah, mein Gott, ey, ich habe kein Ticket. Die haben ja echt schon richtig viel Geld bekommen. Ich bin ja schon im Gefängnis, deswegen ist es egal. Mega Prison Break. Okay, hier raus. Okay, ich gehe einfach hier lang. Wird schon richtig sein. Du schaffst das. Hier ist denn die Kommerzeline? Tu Tersas Batzeport. Oh, scheiße, die haben mich. Oh, oh, hier sind Wachen. Ich werde immer noch monitored. Scheiße, jetzt verlasse. Oh, kacke, wenn ich jetzt hier verlasse. Dann? Schießen die auf mich. Echt? Ja, hier steht, ich verlasse die grüne Zone. Kacke, wie mach ich denn das nochmal? Du hast es doch gerade gemacht. Wie sag ich nochmal, die sollen dann die Klappe öffnen? Du musst in dieses... Ja, das ist am Anfang eine geile Idee, aber kein Problem. Den Reiz daran verloren, es doch spielen zu wollen. Ja, das ist halt so das Menü Problem, es ist halt... Wahrscheinlich Landing Service. Hier. Nicht sehr intuitiv, es hat eine sehr große Hürde, um überhaupt anzufangen mit dem Spiel. Und wenn du nicht dabei bleibst. Super Idee. Ey, wann spiele ich das mal mit Nico? Meistens. Jedes Jahr? Mal so. Wir können mal gucken, es gibt hier. Und du vergisst halt auch alles. Stations, da kann man ja Sachen kaufen und die kann man woanders verkaufen, da kann man damit Geld machen. Jetzt willst du Handel betreiben, oder was? Das machen wir jetzt. Und dann müssen wir nur gucken, weil ich weiß nicht, wie das mit dem Bergbau funktioniert. Ob wir die Sachen einfach irgendwo verkaufen können. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt die Dicke. Haben wir überhaupt schon mal vom Bergbau irgendwas einsammeln können? Oder Nein. War das immer weg? Ah, ja. War alles immer weg. Ja, dann ich glaube, wir standen einmal sehr dicht davor. Dann finde ich. Aber nee, auch das war weg. Denn ich bin der Meinung, das ist sehr erfolgsversprechend. Scheiße. Ich stelle mich einfach vor, ich kann es nicht mehr sehen. So, was machst du jetzt? Ja. Als das jetzt angekündigt wurde, dachte ich mir, geil, wie die spielen bist, und es dann aber spielen konnte, hat es dann so lange gedauert, dass ich das meine damit sagen. Ja, das ist halt, also du brauchst es halt schon. Ich glaube, ich habe das mit der, habe ich das mit der 79 noch gespielt? Nuckel mir an der Nudel. ja, mit der 79? Weiß ich gar nicht. Nein, noch nicht, ich kann mich nicht hinsetzen. Wieso kannst du dich nicht hinsetzen? Ja, ich habe hier nichts zum Hinsetzen. Ist dumm, oder? Körperlich benachteiligt. Ja. Das weiß ich doch. Ich habe die Fähigkeit verloren, meine Beine anzulegen. Was ist denn alles gut, oder? Ich kann mich nicht hinsetzen. Ja, was soll ich denn jetzt tun?
Steh mal auf. Steh mal kurz auf. Nee, ich kann mich wirklich nicht hinsetzen. Ja, warum soll ich jetzt aufstehen, weil du dich nicht hinsetzen kannst? Weil ich wissen will, ob das vielleicht an dem Sitz hier liegt. Vielleicht ist ja, netter Trick. Netter Nein, du siehst doch. Als ich damals noch spielen wollte, hatte ich noch den... Ja, wie ja okay. Ich das sehen? Wäre schwierig gewesen, ne? Stehst du auch witzig. Ja, geht. Aber da haben wir tatsächlich Videos auf einem anderen Channel gemacht. Auf Gamomi damals. Ja, aber wie holt man die Sachen denn nochmal ein? Ja, da kümmern wir uns gleich. Würde ich sagen. Okay, ist kaputt. Das sehe ich auch. Okay, jetzt müssen wir weitermachen. Wir müssen die noch kleiner kriegen. Das Problem ist, jetzt ist das Problem, sind die schon klein genug, um die einzusammeln oder was muss man jetzt machen? Das weiß ich halt nicht so weit. Schwierig. Ich lasse das Schiff mal jetzt so auf der Ecke, das bleibt, passt ja, oder nicht? Mhm. Wie steige ich denn hier aus? Weil ich, oh Gott. Warum wackelt das so? Ah. Da ist einer einfach weggeflogen, ja, verrückt. Da fliegt was weg, das zeigt er mir an. Also in dem Asteroiden sind 2,95... Okay, du bist auf dem vorderen oder was, Vivo? Kannst du dir jetzt sehen, ne? Ich weiß es nicht. 2,95. Ja, was? Doch, da fliegt was in meine Richtung. Doch, ich hab Cargo. Excited. Was denn? Wir haben es geschafft. Wir haben was eingesammelt. Hi. Ich finde es ja blöd, dass man das nicht einsehen kann, was da geladen ist. Nein. Ja. Nein, er macht das nicht. Warum nicht? Was ist denn da? Jetzt mach das. Ich hab grad Spaß mit der Kamera. Das ist gut. Warum geht das nicht? Falsch geschrieben. Das sieht so doof aus. Warte, ich bin noch nicht so weit. Achso, ja. Warum macht er das nicht? Alles gut wegen Caps. Warte. Musste mal ein Leerzeichen lassen. Scheiße. Richtig verkackt. Geht ja richtig ab. Jetzt geht's. Das sind zu viele Zeichen. Ärgerlich. So. Oh, das hat mich so gekillt. Das hat mich so gekillt. Weil ich hatte richtig Tränen in den Augen. Liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen im Reich der Milliardäre. Jawohl, dann war er vorbei. So. Ja, das war schon witzig. Die sind eigentlich auch ganz witzig. Manche Sachen sind von denen echt witzig. Denn die kann man echt... Also da, die hätte ich weitermachen sollen. Die Stream-Highlights. Von dem, was ich da nehme? Nein. Aber wäre geil, ne? Sei dir doch, ja, wäre richtig nice. Long ago, the Alphatha Odin united the worlds. He threw down his force and cast them into the tenth world, the split boss that held their...
For centuries, this world slumbered uneasily, but it didn't die. Als Glacial Argus passed, when Odin Heart heard his enemies were growing, Onke again in strength. He looked to Midgard in Valheim. Ich werde Geschichten erzählen. Du hast einfach Das ist so gut, ey. He looked. Er sah Highlights wären geil, aber entweder du brauchst jemanden, der das für dich macht, oder du steckst da. Ja. True. Ich meine, letztlich, man könnte es machen, so, weißt du. Nur das Problem ist halt, du machst deinen Stream, keine Ahnung, heute jetzt über 12 Stunden, und dann guckst du dir den ganzen Stream an, okay, was ist potenziell witzig? Was könntest du machen? Was nimmst du da rein? Das ist ja erstmal eine riesengroße Datei. Also gut, wenn du 12 Stunden runterlädst, so groß ist das gar nicht mehr. Aber es ist ja an Zeit sehr viel, was du dir halt angucken müsstest. Das, was man machen kann, ist, du kannst dir ja so eine Timestamps legen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwo angezeigt wird, weil du dir so einen Stamp gemacht hast. Und dann einfach nur das wirklich abgehen. Weil ich habe das bei den anderen Streams immer, also bei den 4, die ich gemacht habe, immer so gemacht, ich habe mir das alles angeguckt oder immer so ein bisschen durchgeskippt und das dann so rausgeschnitten. Aber das ist halt schon, es ist sehr zeitaufwendig, ja. To Midgard in Valheim. Ich werde Geschichten erzählen. Du hast einfach Horst. Ja. Hallo. Das ist übrigens Eugene. I am Eugene. I'm Eugene. Sent here to guide you in your travels. Yes, sir, here. The Melegith surrounding you are the sacrificial stones. They represent the Forsaken. Oh, Sake. Which you must slay in order to ascend to Valheim. Ah, hier ist Map oder was? Mach mal an, dass ich dich sehe. Ich mache ganz viele Campfire schon mal hier auf die Map, ja. So, warte. Fertig. Kannst du sehen, was ich hier auf der Map gemacht habe? Nee, leider nicht. Scheiße, ach du heilige Kacke. Die ist richtig groß, die man. Ich muss noch mehr Campfire machen. Ach du heilige Scheiße. Okay, was müssen wir jetzt tun? Campfire auf die Map machen. Na, durch. Kannst du sie einfach aufsammeln, ne? Ja, oh, aber ich schau erstmal überall gegen. Muss sie nicht verprügeln. So, Grafik ist gewöhnungsbedürftig, ne? Aber so, glaube ich, das Spiel ist schon ganz geil. Also hat schon Spaß gemacht. Achso, für den Baum bin ich zu schwach, aber hier um die Holzhütte klein zu hauen, kein Thema. Ich habe Flint. Cool. Wollen wir noch Steel? Dann haben wir Flint und Steel. Wow. Du bist ja ein ganz Verrückter. Minecraft. Ey. Das weiß ich noch. Don't. Fuck with Horse, ich hol die Fackel wieder raus. Hast du nicht einen Klapp gemacht? Nein. Fackel zählt als Klapp. Außerdem gibt es dann Feuerdamage. Ja, okay, wo sollen wir denn bauen? Ja. Können wir auf die andere Seite gehen hier? Ich glaube, mit den kleinen. Warte, ich glaube, das noch geiler werden. Also, es sieht nicht schlecht aus, oder wie gesagt. Ja, genau. So. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Meine Grafik ist nicht immer alles, ne? Nee, das siehst du auch. So nicht. Gut. So gut. Oh, dann habe ich noch. Hab ich noch Full Life? Habe ich noch Full Life? Nee, 3 Leben. Oh, links. Oh, dann habe ich noch 3 Leben, bin ich schlecht tot. Oh. Nein, kann ich dich hier wiederbeleben? Ey, so verplant, ne? Was heißt das? Unglaublich. Nee, noch nicht. Guck mal, wie ich aussehe. Was hat sich geändert? Hallo? Ich bin oberkörperfrei. Ach so. Jetzt krieg ich Eulen. Ich bin einfach Muscle Horse. Alter, die Welt bricht zusammen. Vom Baum erschlagen. Mord. Okay. Muscle Horse. Ja, vom Baum. Nee. Aber es gibt noch mehr Inkarnationen von Horst. Ja. Detective Horst wird dem Ganzen jetzt nachgehen. Detective Horst. Detective Forest. Horst, habe ich gesagt. Forest. Hey!
Alter, ist einfach ein Bär. Nee, boah. Bär. Ich hau dich kaputt. Boah. Oh, boah, kaputt. Ich bin krass. Gesehen? Horse strikes again. Was für ein Titel, oder? Ja. Wir brauchen hier noch was, Nico. Oh. Und wir müssen ein Feuer lüten. Die Bewegung, ey. Ja, keine Ahnung, mir fehlt ein Stein. Ja, scheiße. Ja, finde ich auch. Aber ich kann darunter gar kein Feuer setzen, das ist doch voll doof. Wie baue ich denn Sachen wieder ab? Mit dem Hammer und dann mit dem Mausrad? Habe ich gar nicht gemacht. Cool. Du bist einfach die Animation ist schon King. Ich weiß, ich bin ein Horst. Bin ein Horst und ich auch dabei. Oh Gott. So. Die Hölle. Die Hölle? Ragnarök etwa ausgebrochen? Ja, ich glaube schon. Krass. Ragnarök. Ragnarök. Ja, genau der. Da ist so ein komischer Twinkle-Twonkel. Lumpa Lumpa. Ach scheiße, ich hab schon wieder nichts. Alter, man kann overhealen. Nee, man startet nur nicht voll, das ist ja ein Drecksgame. Ah, ich auch. Okay. Ich dachte, du machst mal die Tür auf. Hab extra geklopft, ey. Was doof ist, kannst du einen Rasenmäher mal kaufen? Ja, guck mal, ich sehe den Boden halt nicht. Ja, ich hab Boden gesetzt. Ja, ich hab auch hier auch Boden gesetzt. Ganz. Nee, bei, guck mal hier. Ich der aber wuchert, ja. Weißt du, der wuchert halt. Linksshift, Toggle Options. Ja, toggle doch die Options, Alter. Ja, ist doch viel zu klein. Lass mich doch einfach mal verbauen. Nee. Und wieder nur Scheiße bei uns. Also er baut Workbench erst mal. Ich mach irgendeinen Scheiß. Meine Workbench-Life-Balance ist nicht gut. Gott, der war so schlecht. Den fand ich gut. Ich muss näher dran. Meine Workbench-Life-Balance ist nicht gut. Den fand ich gut. Workbench-Life-Balance ist echt... Gott, der war so schlecht. Aber good enough for you. Ja. Meine Workbench Life Bins. Ich kann da keine Wand über die Tür setzen, oder? Doch. Klar. Klar. Hello. Alter, wie sieht denn das hier aus? Scheiße. Boss Punch. Welche Dings? Du, die Workbench, die muss mehr hier in die Richtung. Ja, lass uns erstmal das Dach zu Ende bauen. Nee, es ist wichtig jetzt. Ja, dann mach doch. Nee, mach du mal schnell. Nee, ich bin jetzt gerade am Holzfällen. Boah, ey. Ja, du willst die doch abgebaut haben. Ich kann treten. Wo ist denn Dach? Was für ein Dach braucht ihr denn? Keine Ahnung. Nico. Ich baue jetzt einfach irgendwas drauf. Ja, bauen wir dann. Dach ist mir auch scheiße. Gar nicht gehört. Weißt du, was wir noch bauen? Ich finde, wir brauchen das. Also Horst braucht das auf jeden Fall, weil er muss ab und zu trainieren. Ist wichtig. Ja, wo ist das denn? Hier? Nee, ich will das nicht hier haben. Ich möchte das hier irgendwie haben, aber hier kann ich das nicht bauen. Was soll denn das? Needs to be placed near at the appropriate... okay, Crafting Station muss doch dahin. Okay, ich baue es hier hin, kein Problem. Guck mal, was ich gebaut habe. Zack. Nice. Sag ich dir. Nice einfach. Richtig, Digga. Ja, ein Eis habe ich gebaut. Ich baue... Also ich muss dir auch echt sagen, ich baue immer die wichtigen Sachen irgendwie. Ja, wie Treppen zum Beispiel. Ja, ist auch wichtig. Zack, zack, können wir einfach hochlaufen. Easy Game. Guck mal, hier habe ich noch so ein Shop-Ding gemacht. Chop, chop, chop. Hier, Shopping-Block. Ich weiß nicht, was der kann, aber der ist krass einfach. Jetzt macht er das wieder kaputt, wo ich das gerade hingesetzt habe. Ja, jetzt baut er das einfach da rein. Warum denn da rein, Nico? Warum eigentlich so klein gedacht? Lass uns doch noch eine zweite Station bauen hier. Wir können doch hier, guck mal. Zack. Okay. Hä? Ja, du kannst nichts bauen, ohne Workbench. Ja, aber ich dachte, du hast sie schon aufgebaut. Nein, ich habe ja kein Holz mehr, komischerweise. Hä, aber wenn du sie abbaust, hast du doch Holz. Ja, nee, eben nicht. Also das... Nico, das ist alles nicht cool. Da fliegen mir die Popel aus den Ohren.
Geil. So, jetzt können wir die verwenden. Ja. Ich habe schon mal wieder was Wichtiges gebaut. Soll ich jetzt gucken, oder? Du kannst dir das gerne angucken, kein Problem. Man könnte auch drinnen eine Treppe bauen. Können wir das Dach wieder wegmachen? Och Mann. Und, ja, pass auf. Das, oder warte. Dann besser. Lass uns doch einfach... Warte. Nein, besser. 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 Wir bauen hier noch so einen Boden rein, ja? Und machen aber nur das halbe Dach weg und dann haben wir eine Dachterrasse. Ich finde das eine gute Idee. Ich mach das jetzt. Ich finde das eine super Idee. Was jetzt? Ja, kannst mich da auch nicht aufhalten. Habe ich auch nicht. Ich glaube, mit mir möchte ich auch nicht spielen wollen. Habe ich auch nicht vor. Unhorstable ist das nämlich hier. Bitte? Ja. Was? Ja. Was? Ja. Was? Alter, das sieht so sexy einfach aus. Ohne Witz. Guck es dir einfach nur an. Ja, aber wir spielen nicht so eine Spiele. Ich fange irgendwann an, nur Scheiße zu bauen. Vor allem, wie seltsam man diese Treppe hochgeht. Das ist normal. Das muss so sein. Wunderschön, Marcel. Und guck mal, damit du nicht Angst hast, damit du hier runterfällst, können wir theoretisch auch noch einen Zaun machen. Den können wir leider nicht gerade machen, weil irgendwie ist das alles sehr strange. Erkältungssymptome? Ich achte mir den Boxergepal macht's besser Effekt. Mit Boxergepal-Forte. Doppelt dosiert, doppelt... Okay, wenn der Baum anfängt zu brennen, haben wir ein Problem. Warte, na. Oh mein Gott, ey. Mach doch alleine hier. Haben wir so eine Chest gebaut, ne? Ja, hab ich gesehen. Können wir Sachen reinmachen. Obwohl, Steine brauchen wir vielleicht auch noch irgendwie. Education hat auch erstmal abgearbeitet, ne? Wofür ist sowas da? Um Sachen reinzumachen. Ja, jetzt siehst du das Haus. Was für ein Haus? Ist kein Gras mehr in unserer Raum. Doch, ist immer noch. Hier ist eine Birch. Doch, hier ist eine Birch. Hä, wie hast du das denn gemacht? Mit einer Ho. Mit einer Ho. Eine Hure? Ich hab eine Hure. Kannst du ja auch haben? Und uns die teilen? Diese Treppe. Ein Bett. Warum bauen wir das Bett nicht? Hey, warum? Geh mal weg. Ne? Ja, bin noch weg. Achso, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ach scheiße, ich habe kein Holz mehr. Ein bisschen Requirement, ey. Willst du ein Bett oder was? Ich wollte noch ein Bett hinmachen. Weil, hier so daneben oder so. Oder auf die andere Seite, so gegenüber, weißt du, genau, da, ja. Kann ich mich mit schlafen legen? Unclaimed Bed. Bed needs bed. Roof. Ja, das kommt ja auch noch. Oh, ich hab Breach Seeds. Au! Ich hab genau so. Am Arsch ist too hard, Alter. Ich zeig dir mal gleich too hard. Ja, aber keine Ahnung, ist halt Anfang. Ich meine, wir haben ja auch gespielt, Conan. Oh Gott, ich bin tot. Haben wir gespielt? Stimmt. Ey, das bricht auch ein. Unsere Konstruktion ist kaputt. Scheiße, ey. Ich glaube, es liegt daran, unten müssen Stützpfeiler hin. Ich sage jetzt. Hund, halt's Maul. Ist ein Hund? Nö. Nee. Ich hab auch noch keine Ahnung, wie wir dieses Dach hier zu bekommen sollen. Ja. Mein Gott. Das ist ja komplett krausenrüben hier. Und es gibt keine geraden Abschlussflächen, glaube ich. Oder wir können einfach einen Boden draufsetzen. Mit mir bauen? Ich glaube schon. Ich habe mal zwei Pfeiler hingebaut. Obwohl ich sagen muss, wenn wir mal Minecraft gespielt haben und irgendwas gebaut haben, also ich habe schon auch die meiste Zeit irgendwie Ressourcen gefarmt. Man hat so sich unterhalten, aber irgendwann fange ich halt immer an. Also man überlegt sich ja, was man machen möchte. Und irgendwann fange ich halt immer an, so abseits von dem einfach eigene Pläne zu verwirklichen.
was gar nichts damit zu tun hat, was wir eigentlich machen wollen, und nur Scheiße zu bauen. Irgendein Quatsch, der halt komplett unsinnig ist, wie diese Stützpfeiler. Anstatt oben zu gucken, wie das mit den Dächern geht, gehe ich runter, ich glaube, wir brauchen Stützpfeiler und baue da Stützpfeiler hin. Oder diese Shopping Station. Braucht keine Sau, aber sie ist halt wichtig in dem Moment. Ja, die reißen es jetzt raus. Ah, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ja, meine ich ja. Ich meine das ernst. Setzt jetzt der Boden einfach hin? Ich setze jetzt aber Boden hin. Okay, krass, also. Sieht halt absolut behindert aus hier, aber. Wir lassen das hier einfach auf. Nee. Aber jetzt scheint es so ein. Yay! Ich hab ein Spawn-Point-Set. Ich hab uns mal ein bisschen Deko hier gemacht. Da und da auf der anderen Seite. Sag mal, was ist denn hier das für ein Dach eigentlich? Was hast du denn hier für eine Scheiße gemacht? Ja, aber das geht nicht anders. Wie, es geht nicht anders? Architekt. Also jetzt glaube ich langsam hackt's, mein Freundchen. Du kannst nicht anders aufsetzen. Anders, also ich glaube, so langsam ist ja wohl aber mal genug der freundlichen Worte gefallen. Ja, das sowieso immer. Worte. Du musst mich eigentlich durchgehend nur am beleidigen. Ja, richtig. Das war freundlich. So, bist du zufrieden? Nee. Warum das nicht? Guck, das sieht doch perfekt jetzt aus. Ja, das Loch muss hier noch zu irgendwie. Welches Loch? Welches Loch? Guck doch mal auf die andere Seite. Loch? Was? Was hier? Da ist kein Loch. Hier war ein Loch bei mir. Bei mir ist da kein Loch. Ja, jetzt habe ich es auch zugebaut. Da war ein Loch. Ich sag es dir. Ja. Ja, nur ich hab's nicht gesehen. Ja. Ja. Ist aber jetzt. Ja, dein Problem. Ich hole fast, Junge. Also ich bin Horst, ich halte es fest, ja. Ach guck mal, wie ich es festhalte mit meinen starken Braids. Mach hier. Super. Ich habe leider nicht gesehen, dass man noch einen Bart machen kann. Das ist schon ein geiler ja, Bart. Ja, aber das sind dann so eine Punkte, das stört mich halt, dass da ein Loch ist. Und das muss zu. Und dann bin ich halt aber auch da dran, ne? Kann ich ihn noch machen? Nix. Volle Fahrt voraus. Ich kann es einfach noch fester halten. Alter, guck dir mal meine Hand an. Ich habe ganz kleine Finger, aber einen langen Daumen. Da stehen die Frau drauf. Oh Mann, ey. Lass mal was Land fahren. War ja, kein Thema. Sicher. Weil wir sind überhaupt nicht weit gefahren. Mal so, wie die. ...50 Meter weg oder so. Du siehst ja auch hier ein astreines Amphibienfahrzeug, ne? Wir sind übrigens da. Wir sind angekommen. Ein neues Land wurde quasi annektiert. Ich weiß es noch nicht, aber es ist, wie es ist. So. Das neue Land ist einfach direkt gegenüber. Ja, das muss ja keiner wissen. Das ist eigentlich nur 3 Meter Fahrt waren. Ich wollte das Boot mal raus. Wie? Wie? Alter, hier ist eine Atombombe explodiert. Was war das? Oh nein! Horst ist verloren gegangen. Mann über Bord und er läuft aber ganz gemächlich. Also ich muss dir eine Sache muss ich dir mal empfehlen. Du solltest noch einmal ganz kurz in den Stream gucken. Ich erfülle hier gerade das Spielziel, glaube ich. Ja. Ich hab die Welt weggemacht. Warum sind da welche durchgestrichen? Nee, da sind X'e drauf. Die hab ich markiert, das sind ganz wichtige Orte. Ah, ist hier eigentlich der riesen Baumstumpf über uns aufgefallen? Das ist Agatha, mein Baum. Agatha ist dein Baum? Ja.
Wir sind da. Cool. Oh nein, der schwarze Wald. Was war das auf Deutsch? Das ist auch immer so geil. Wenn da irgendwas eingeblendet wird und ich sag das dann auf Deutsch, Nico fragt dann immer, hast du das auf Deutsch? Als ob ich nicht in der Lage bin, Black Forest zu übersetzen. Ja, aber ich kann Englisch auf Deutsch übersetzen. Agatha lebt noch, klar. Wow. Der geht's gut. Ach du Scheiße! Oh, was denn hier? Ui. Deine Mutter ist auch im Spiel. Das war's. Ja, ist schon witzig. Das ist schon sehr witzig, ja. Das brauche ich gar nicht mehr. Kann weg. Ja, sehr witzig. Müsste man mehr machen. Hätte man mehr machen müssen, vielleicht. Mehr durch. Ja, vielleicht davon genommen, wer weiß. Das ist ja genauso, was ich halt auch übelst witzig finde, tatsächlich. Ja, so viel Zeit kann ja noch sein, mein Gott. Was ich tatsächlich witzig finde, ich muss das halt nur finden. Ach, das ist in den Playlisten selbst drin, ne? Ich finde das so dumm, dass du die Playlist nicht findest, ne? Das ist total dumm. Dass du nicht auf YouTube einfach nach einer Playlist suchen kannst. Sondern er zeigt dir immer das hier. Das war ein Stream, ne? War remastered ein Stream? Ich glaube, ja. Hier. Finde ich tatsächlich... Gut, das geht halt übelst lange, die werden immer kürzer. Aber fand ich von der Idee eigentlich auch ganz gut. Ah nein, das war verkackt. Ah nein, oh, jetzt bin ich. Ich bin tot. Weil sieht man gar nicht so oft sowas. Ich bin schon wieder tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das wird jetzt hier. Oh, das war doof. Oh, Scheiße, ich bin tot. Ach, leck mich. Oh Gott, oh Gott. Warum kann ich den Gegenstand nicht nehmen? Das ist voll doof. Aua. Und schon wieder tot. Mann, das ist ja richtig behindert Kinder hier. Oh Gott. Ja, das war wieder sehr. Das ist quasi wie 10. Da hatte ich noch keinen Deathcounter, da habe ich die immer, also für das Video immer nachträglich eingefüllt. Wo musst du die Tode noch suchen? Gekackt da. Mal kurz. Habe ich nicht geschafft. Oh nein. Oh Gott. Aber das habe ich nicht gezählt. Ach nee. Alter, alles klar. Damit sind die Seelen, die ich da oben. Das ist, genau, das war der Counter. Immer wenn ich gesagt habe, ich bin tot. Ich glaube, später kommt noch ein anderer Counter dazu. Alter, was ist denn mit denen los? Was? Hä? Das war das erste Mal, dass ich ein Soul-Spiel gespielt habe. Ich hätte B loslassen müssen. Ja, natürlich. Ach, deine Mutter, ey. Jetzt habe ich die verloren. Oh, das nervt. Yo, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, das ist ja voll behinderter Boah, das ist doch scheiße. Komm schon. Und treffen mich. Ja, natürlich. Und ich bin tot. Fick dich doch. Ja, ich bin tot. Ach, fick dich doch ins Knie. Das gibt's doch nicht. Dann, okay, ich mach dich doch nicht kaputt. Problem. Okay, er hat mich getötet. Alter, das ist doch unglaublich, ne? Getroffen? Er trifft mich. Er schmeißt mich runter. Ich bin tot. Oh nein. Alter, roll doch zurück. Wozu drücke ich denn rollen, wenn du mich aufs Mal? Ich bin tot. Okay, sie kommen nicht. Okay, sie kommen einfach nicht. Er weicht doch gar nicht aus. Er denkt sich so, nö. Okay, ich bin tot. Alles klar. Warte. Du Hure. Ich fand das am Anfang echt schlimm zu spielen, ne? So übelst, so, ich weiß nicht, so clunky Steuerung war schon echt wild. Vor allem das allererste Mal, dass du sowas gespielt hast. Block her. Blöd, ne? Wow. Oh, deine Mutter. Das war vielleicht. Ich bin so doof. Oh, ich hätte die Seele. Mhm. Ich bin tot. Alter.
Niemals, der hat mich getroffen, der Arsch. Da habe ich dann den automatischen Death Counter gefunden. Ja. Was ist das für ein Scheiß? Ich habe da übelst lange gebraucht. Das war dumm. Scheiße. Also ich denke, mittlerweile würde ich besser klarkommen in dem Spiel. Scheiße. Wobei ich mich auch erst wieder reinfinden müsste. Aha, witzig. Spiel, du bist sehr witzig. Ja, jetzt weicht er auch gar nicht mehr aus. Ach, scheiße, weil dieses eine Fenster noch auf. Ah, ich hasse es. Ja, ich bin tot. Ach, fuck you, ey. Die, also gut, das Video geht auch am längsten bei 336 Tode oder 338 Tode. Das ist schon ordentlich. Ja, ich bin tot. Aber ich habe eh keine Seelen. Deswegen kann ich auch easy sterben. Boah, nein. Oh, du bist ein Dreckshurendrache. Alles klar. Ihr seid viel zu schnell für mich. Ich bin tot. Gott, okay, ich bin tot. Alter, leck mich doch am Arsch und ich bin... Nein! Oh, fick dich, du bist doch ein kleiner Fixer. Yo, da macht er mich direkt mit einem Schlag tot, natürlich, du bist eine Hure. Ich hab's aber zurückgeholt. Ich bin tot. Fuck! Warte, warte. Nein, nein, warte kurz. Ach, die Gargoyles, ey. Du bist eine... Alles klar, ich sterbe jetzt gegen die. Fuck. Nein, 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 nein. Alter, fuck, was? Hä? Oh, yo, yo. Ich bin tot. Gar keine Ausdauer mehr. Ich komme nicht mehr raus. Ach, oh, jetzt bin ich wieder da. Okay, ich bin tot. Alter. Nein, nein. Ich hasse dich. Boah, du bist... Ja, na klar. Ach, fick doch deine Mutter, ey. Ganz ehrlich. Eiskalt. Er hat mich auch getroffen. Eiskalte Popo. Ich bin tot. Regeneriert, mein Freund. Ach, leck mich doch am Arsch. Du bist gut bei. Du, ach, du bist so eine Nutte, ey. So behindert, warum... Jetzt hat er mich getötet, ja. Du bist heilige Scheiße. Ich bin tot. Oh Gott, was macht er denn hier? Alles klar, er tötet mich. Runter. Nein, du bist so... Boah, der ist so behindert, ey. Das gibt... Oh, jetzt tötet er mich. Jetzt tötet er mich. Ich hasse dich. Und deine Mutter auch. Voll fair wird. Ich hasse ihn. Das gibt's doch nicht. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Okay, er hat mich getötet. Ah! Oh, jetzt bin ich gestorben. Platz reingeht. Ach du Sch... Okay, ich hab... Ich hatte so eine krassen Probleme, in das Spiel zu kommen. Ich bin tot. Oh fuck. Trink schneller! Ach Mann, das gibt's doch nicht! Oh Gott, nein! Wobei ich finde, beim ersten Dark Souls Teil, das war... Also, für mich war es das Schwierigste, weil das für mich so der Anfang war, aber das war auch... So, ich sag mal, mit am befriedigendsten, am schönsten, wenn du dann einen Boss getötet hast. Weil hier habe ich teilweise echt lange dran gesessen, wobei ich ja bei Wolong habe ich auch über 200 Tode. Also das ist ja auch nicht wenig. Aber Dark Souls 1 fand ich halt echt schwer, ne? Was ist nein? Oh Gott! Ich bin zu überschnell, ich hab mich richtig erschrocken. Fick dich doch ins Knie. Bin tot. Jetzt bin ich tot. Kack. Ich bin voll unfair. Und er schafft's. Ich bin tot. Alter, ohne Witz, warum habe ich denn so eine... Ich bin tot. Ja, vor allem, du kommst in so ein Spiel rein, du kennst halt im Grunde nichts davon, du kennst die Gegner nicht, du weißt nicht, was die machen und du stirbst erstmal. Ne? Jo, ich bin tot. Ach, fuck. Und bei jedem weiteren Teil, du wirst ja auch immer besser so, ne? Nein! Ach, komm schon. Ausrüstung umwandeln. What the fuck, der hat mich... Nein! Oh, was mache ich denn für einen Scheiß? Das ist ja voll fair. Ich bin ja nicht mal raus. Ich konnte noch nicht nach vorne laufen. Nix. Wir sagen einfach Scheiß drauf. Wir sagen einfach Scheiß drauf. Scheiße, was ist denn los mit euch? Ey, bleibt doch mal ihr Ficker, ey. Direkt hinter ihm, aber es bringt absolut gar nichts. Ich bin wieder tot. Boah. Fuck, ich bin tot. Aber die Hälfte des Lebens habe ich ihm abgezogen. Krieg? Aber die Hälfte des Lebens habe ich ihm abgezogen. So dumm. Ey, ich finde, das sind so eine undankbaren Tode, wenn du einfach irgendwo runterläufst. Oh, das ist doof. Ich hatte immer so mega Probleme mit zwei durch die Areas. Die Bosse waren teilweise nicht immer das Problem, aber die Areas waren zu kotzen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Roll dich doch, wozu drücke ich denn? Es gab Bosse, da hatte ich schon meine Probleme, auch im zweiten. Den, ich fand... Vielleicht kommt daher auch meine Abneigung gegen Tierbosse,
Weiß ich nicht. Ich fand den eigentlich cool, aber ich fand den so schwer. Jetzt hat er mich getötet. Scheiße. Er trifft mich schon wieder. Backstab, ey. Wobei, Hassboss wird für immer Mann, ein es gibt nur einen, den ich wirklich hasse. Hure. Er trifft mich einfach trotzdem. Ja, das ist doof. Ich bin nämlich tot. Oh, Alter, ja genau. Ich bin tot. Ach, leck mir doch die Nüsse. Aber ich hab dann anscheinend... Alter! Einen Fuck! Kriegern holen und weg hier. Und tot. Alter, was zur Hölle? Bin ich halt... Nein, da kommt noch einer. Ich hasse sie alle. Ich werde jetzt wahrscheinlich hart fällen. Ja. Schmongo, der Mongo, der ist einfach nicht gerollt. Mit, oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Oh, mit dem scheiß Rädern, ey. Ich bin tot. Yo, alles klar, Alter. Wenn, ey, das ist, da kommt noch so ein Ding. Oh, ich bin tot. Ach, fuck. Sen? Ich bin tot. Oh, nein. Oh, das gibt's nicht. Yo, 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 yo. Oh Gott. Ich bin runter. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wo ist... Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ach, komm schon. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich bin tot. Besiegt. Ja, die waren doch... Besiegt. Ich glaube, in der gemalten Welt waren die auch nochmal, ne? Ich bin gestorben, was? Das war ärgerlich, der war schon tot. Das wäre halt, glaube ich, witzig sogar gewesen in, in Elden Ring sowas zu machen. Aber da habe ich keinen Death Counter gehabt. Das wäre mir ein bisschen zu anstrengend, das alles rauszusuchen. Aber ich glaube, das wäre auch nochmal witzig für Elden Ring beziehungsweise für Wolong. Na, mal gucken. Oh, da ist noch einer. Oh, ich bin runtergefallen. Aber hier kommt gleich noch mit die beste Stelle. Boah, kommt da so ein Knochenhund einfach auf mich zugesprungen. Fuck, schon wieder tot. Alter, was ist das denn für... Wie soll ich denn das... Ja, natürlich. Und ich fall runter und sterbe. Oh, heilige Scheiße. Ich bin tot. Gott, ja, da, ich bin tot. Ja, drei Stück von mir. Oh, Scheiße. Okay, ich bin tot. Nimm sie mit und stirb. Fuck. Okay. Und ich bin tot. Weiß nicht, ob ich den jetzt überlebe. Nein. Scheiße. Fuck, jetzt hat er mich hier runtergeschubst. Cool. Und ich bin tot. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Willst du mich? Ach, komm schon, ey. Ja, ich bin tot. Ach, leck mich doch am Arsch, jetzt sterbe ich wegen dem Kack. Boah, ich raste aus. Weiß Blüte. Ja, ich bin trotzdem gleich tot. Ich bin tot. So. Hab's jetzt so schnell nicht gefunden. Jo, ich bin tot. Jetzt kommt es gleich. Du bist scheiße. Warum? Oben rauf, ja? Dann fall ich doch runter. Nein, du fällst nicht runter, weil der dieses Ding hat ja so... Du fällst nicht runter. Jetzt kommt Werbung, das ist doch undankbar. Ja, ich fall runter. Da standst du noch. Davor. Ja, da kannst du... Fick dich doch ins Knie, Mann. Dieser Scheiß, warum ist denn der noch auf dem Toten drauf? Hier. Nein! Oh, fuck doch die Bitch, ey, das gibt's doch nicht. Wir gucken mal, es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier natürlich sterbe. Der Predicted. Ja, und er rollt nicht. Die Steuerung hat mich teilweise auch so fertig gemacht, ne? Okay, es geht anscheinend gar nicht. Mit dem Springen, mit dem Rollen. Gehen denn da ist... Nein. Och, leck mich doch am Arsch. Das war scheiße, da bist du halt einfach weggerutscht. Ist doch nicht dein Ernst, warum... Alter Schwede. Okay, ich bin tot. Ah, oh, der ist tot. Ah, oh, ich bin auch tot. Ja. Okay, ich bin tot. Wow. Ach, ich bin gleich wieder da. Ich lasse das mal eben laufen. Ich bin gleich wieder da. Keine Pfeile, oder? Fuck you. Ich bin tot. Hi, ja wieder. Nein, ich bin runtergefallen. Und ich bin runtergefallen, alles klar. Ja, wo du jetzt nicht weiter. Nein!
Mann, ey, dieses verfickte Scheißspiel. Wenn du von einem schwarzen. Scheiße. Fuck. Oh shit, das war zu spät. Ach, jetzt habe ich keinen Lust mehr. Scheiße, okay, das. Okay, scheiß auf die Seele. Nein, nein, nein. Du bist eine behinderte kleine Hure. Alter, ja! Alter. Was machst du denn? Ach, Mann. Ah, fuck. Wie soll ich die denn töten? Oh Gott. Oh Gott, okay, das war falsch. Ich hätte wahrscheinlich ausweichen sollen. Ich bin tot. Ja. Ach, fuck you einfach nur. Nein, 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 nein. Trink doch schneller, Mann. Oh Mann, schon wieder tot. Alter, fuck you einfach. Fuck you einfach nur, ohne Witz. Was ist denn das für eine Scheiße? Dein Ernst jetzt? Ohne das ist dein Ernst jetzt? Ja, ohne Witz, das interessiert ihn einfach nicht. Gut, das ist, ach, das ist so dumm, ey. Ja, jetzt hat's geklappt. Er tötet mich einfach. Yo. Okay, ich bin tot. Und jetzt bin ich tot. Nein, scheiße. Oh, das war kacke. Da haben wir... Ja, ich bin tot. Was meinst du, wie geil das wäre? Oh, ich mal. Vor allem. Ach, nö. Ach, schon wieder tot. Umgekehrt. Ah, tot. Und da kommt der von hinten und. Fuck. Man, fuck you. Komm schon. Das ist auch so. Ach, scheiße. Scheiße, scharf. Fick dich doch. Auf und. Ja, jetzt. Alter, das ist auch so doof, ne? Nudde. Und ich bin tot. Ja, und ich bin tot. Ach, fuck. Ich wollte schnell was trinken. Jetzt ein bisschen. Shit, ich bin tot. Fuck. Ich bin tot. Aber ist egal, ich hab. Fuck you, bitches, ey. Noch eine. Oh Gott. Ist das behindert. Geh doch aus. Ich hab 72.000 Seelen verloren. Und es? Ja. Yo, die waren schon ekelhaft. Und ich komme nicht weg. Ich esse jetzt. Wow, wow. Bin noch Alter. Wow. Wow. Oh, ja, Alter, easy. Fuck, ich konnte nicht mehr ausweichen. Mag ich nicht, ach, aber ich esse jetzt trotzdem. Ach komm schon! Ich muss halt gucken. Oh Gott, was ist das denn, ey? Holy crap. Holy, ich bin tot. Ich bin gleich wieder tot. Alter, jetzt ich back hier irgendwo fest. Ach komm schon, Mann. Nein! Ach komm, ich wollte ausweichen. Ich roll einfach weiter. Ich bin tot. Tot. Scheiße. Der macht schon wieder. Hi. Okay, warte ganz kurz. Ich dachte, das wären Jelly-Bananen. Das ist Jelly-Ananas. Ist ja noch ekelhafter. Oh shit, ich habe mein Schild nicht hochgemacht. Ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Oh fuck, die Bitch. Oh shit, das war dumm. Das war dumm. Das blöde Arsch. Was? Da war ich aber echt happy, als die Alter, weg waren. Das ist nicht dein fucking Ernst. Es ist doch nicht dein Ernst, dass er dich das. Ja, der erste Teil. So, ich sterbe. Grafisch jetzt nicht. Nein, der beste. Fuck. Ja, gerade wenn du den mit dreimal ja, vergleichst. Ach, aber hatte echt eine schöne Welt. Ja, was soll ich mit. Da ist sie doch nicht wirklich wie jetzt, ne? Jo, alles klar, ich bin tot. Sterben. Na, ich mach Selbstmord. Ciao. Also, ja. Mehr geht nicht. Okay, ich bin tot. Whee! Ja, auch nicht. Nein, hier ist der Weg. Das ist halt auch diese. Ja, manche, die Stadt. Scheiße. Ich weiß Scheiße. Den Namen nicht mehr. Fuck, ich bin tot. Aber du wirst ihn wissen. Ach, Scheiße. Wird in anderen Spielen ja oft kopiert, auch in anderen Dark Souls. Ah, Nordondo, genau. Ja, ja, bist gestorben. Aber es sieht nie. Weiß nicht, im ersten Teil war das echt so ikonisch, ne, wenn du da hinkommst. Das sieht halt echt geil aus. Ohne Witz. Alter. Alter, warum rennt er denn nicht? Ja, okay, ich bin tot. Tot. Nee, ich bin nicht tot. Ich bin tot. Wow, was war das denn? Mich, klar, Alter, klar trifft er mich. Natürlich, macht er viel Schläge. Ich hoffe, ich an dem gestorben bin. Okay. Ja, ja, ist cool, ich bin tot. Ja. Wie gesehen, du Pisser, ey. Und er trifft mich. Er hat mich getrunken. Okay, jetzt geht's. Alles klar. Boah, Alter, ich bin tot. Neo, ey. Aua, ich bin tot.
fast gewusst. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Zur Hölle, geh hier ab. Okay, ich bin tot. Ja, damit du mit dem Schmied noch mal reden kannst, damit er dir den runterschießt. Ja. Damit du die Mädel was hast. Das war überhaupt kein Problem. So bist du jetzt gestorben. Habe ich mal eben gemacht, ne? Was? Warum bin ich hier? LOL! Ich muss weg. Oh Gott. Oh, der war auch nervtötend, ey. Nein! Oh, verdammt. Okay, ich bin tot. Das ist... Nein! Penner. Ich bin tot. Aber wir nähern uns dem Ende. Und ich bin tot. Ja, 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 die machen gar nicht so viel Schaden. Wow, ich bin tot. Drehrad bewegen kannst du nicht. Oh, na, ach komm schon. Ah, wie gesagt. Oh, ich glaub, scheiße. Oh, fuck, Mann. Nein, oh Gott. Oh nein, oh, 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 scheiße. Ich bin schon wieder tot. Nein, 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 oh, ich bin tot. Fick dich. Wobei, von den Toten her ging's eigentlich, ne? Also jetzt bei uns beiden. Ah, ich bin tot. Ah, toll, er ist auf mich draufgeschmissen. Oh shit, ich bin tot. Fuck. Ja, fickt euch doch ins Knie. Was denn? Ach, wir müssen kurz 130.000 sehen, ich hab's nicht mal gemerkt. Kill das Viech da drin. Ich bin tot. Alter, warum rollt der nicht? Okay, er greift mich einfach, bin ich jetzt tot. Ach, nee. Ja, ich bin tot. Fuck. Ach du Heilige, ich bin tot. Und ich bin tot. Alter, was? Das wird für immer mein meistgehasstester Gegner sein. Ich hab den. Das hat mich übelst genervt, dieser Kampf. Und ich glaube, irgendwann sage ich es auch. Da, ich wollte dich eigentlich anschreiben, aber da warst du nicht online. Da hast du schon geschlafen, glaube ich. Und irgendwann war mir das, also nicht egal, es hat mich übelst aufgeregt, aber ich wollte ihn eigentlich nur mit dem Parry töten. Habe ich noch irgendwann gekriegt. Aber das sieht man ja nicht. Tot. Ah, das ist so. Lol. Ja, fliegen kann er auch noch. Doof. Und ja, das war sowieso. Und da natürlich. Ich kann ja was trinken. Oh Gott. Alter, er gibt. Mann! Doof. Oh, ich bin. War noch nicht tot. Also nah dranbleiben ist auch nicht unbedingt Mittel der Wahl. Okay. War so dumm. Warum? Warum? Ich bin so dumm. Warum weiche ich aus? Oh Gott, ich bin tot. Gehen. Abwechslung muss sein. Weißt du, er schlägt mich durch diesen verfickten Stein, ey. Komm schon. Wie viel er mir da einfach weg hat. Alter. Ey. Wie kann er mich denn treffen? Ja. Da sind ja eh, ach, da sind ja eh keine Seelen mehr drin. Ich kann mega auf Distanz bleiben. Aber bei diesem Schwert bringt es nichts, Alter. Kann er das ausfahren oder was? Transformer-Schwert. Oh, boah. Ja, komm. Ey, ganz ehrlich, tu mir jetzt Hilfe. Bei dem ohne Witz, warum trifft er den? Tu mir jetzt Hilfe. Ja, komm, Alter, weißt du. Alter, dreh dich doch zu ihm. Dreh dich doch zu ihm, Mann. Dass er den auch immer trifft, immer. Da hat der Parry nicht funktioniert. Ich bin tot. Alter, vor allem, der haut einfach immer nur drauf. Der macht da keine Pause. Läuft bei dir. Ja, läuft bei dir. Fick dich. Tode. Das war schon insane viel. Aber ja, gut, ne? Mhm. Mal so, warte mal. Heißt das so? Hä? Alle Folgen. Nee, ach, alle Tode. Nicht alle. Alle Folgen ein Tod, ja. Hier, kürzer, noch kürzer. Es ist schon geil. Es hat schon echt Spaß gemacht. Ja, die kann man sich angucken, die gehen nicht so mega lang. Wie trifft mich das denn bitte? Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich meinen ersten Tod. Das ist irgendwie kacke. Wie ist? Essen kann er auch nicht. Fuck. Na, oh Gott. Da hast du mir das, glaube ich, gesagt mit dem Runterspringen.
Ach komm, okay, meine Seelen sind im Arsch. Yo, alles klar. Oh, ne Witz. Okay, ich bin tot. Ausgewichen. Kann ich mal... Okay, ich kann anscheinend nicht hinter ihn gehen. Und zurück. Er trifft mich. Alter, der Penner da oben, der geht mir hart auf den Sack. Yo, yo, na klar. Oh Gott. Alter, das Ausweichen ist richtig on fleek hier. Yo, und tot. Problem. Ich bin nämlich tot. Wir haben jeden Teil so weit zusammengespielt, ja. Yo, ich bin tot. Also manche ja nur passagenweise. Wow. Nein! Fuck! Wobei wir den zweiten ja einmal komplett von vorne angefangen haben, ne? Auch. Okay. Ich wollte rollen. Just for the lulz. Und ich bin tot. Alter, kann ich nicht irgendwie... Ja, na klar. Alter, natürlich. Das war scheiße. Fickt euch! Jo. Ich bin ja schon am Durchlaufen gewesen. Oh Gott, ich bin tot. Ja, nein. Yo. Ich, oh, hi. Oh Gott, ich bin tot. Das muss für dich manchmal auch echt scheiße gewesen sein. Du kommst gerade so rein. Ja, ich bin tot. Okay. Boss schlägt mich einmal, ich bin tot. Nein, oh, ich bin tot. Und dann nochmal. Du behinderter Wichser! Wie, beim Rollen? Natürlich. Das ist logisch. Ich bin tot. Digga, Kröte raus. Ich bin tot. Mann, nö. Ja, ich werde sterben. Ich bin tot. Hast du nicht glaubt? Okay, ich bin wieder tot. War das Alter, hier? Dieser Ring, weißt du, der bringt auch... Ach, oder im dritten. Müsste er ja mit drinne sein. Und schon wieder tot. Wo der mich von der Brücke geschubst hat mit seinem Zauber, der Penner. Naja, nee, eigentlich teilweise war es witzig, aber andererseits hast du mir auch leid getan. Ja, aber er mich. Ja. Ach, shit. Ja, aber weißt du, wenn man das Spiel so kennt, dann denkt man sich auch, boah, ey, jetzt stirb doch nicht einfach hier. Alter. So, man ist gefühlt gerade mal 10 Sekunden connected und dann ist er schon wieder tot. Dann muss man wieder connecten, dann muss man da wieder hinlaufen und so, weißt du. Ich bin tot. Scheiße. LOL. Ich habe auch keine Ausdauer mehr gehabt. Ha, ich bin tot. Mann, ernsthaft? Und das war dumm. Aber das muss man halt sagen. Ich habe mich halt echt durchgequält, alles, ne? Alles klar, ich bin tot. Und das habe ich ja, also das war ja wirklich teilweise Quälerei. Mein Controller geht nicht mehr. Und das ist unlucky? Fucking ernst, warum geht der Controller nicht mehr? Tot. Oh Gott, das war dumm. Das war total dumm. Ich wollte halt immer parryen, ne? Scheißegal, ich habe ja nicht viele Seelen. Oh, fuck. Nein. Oh, ist das gemein. Ja, nein, dann ist das schon. Meinst du, dass ich sage, auszusterben? War ja so. Nee. Was war? Jetzt wäre Anlage schon wieder. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, dass ich den Ersten oder so. Okay, ich bin tot. Okay, da stirbt man direkt, alles klar. Wow, ich bin nicht gesprungen. Oh Gott. Oh Gott, Panik. Ich meine, für dich war das ja auch ein bisschen Unterhaltung. Die sind alle hässlich, scheiße und kacke. Game. Alter, mach doch dein Dreckschild hoch. Das ist so ärgerlich, der war fast tot, ne? Mach doch dein verficktes Schild einfach hoch. Das Ding ist, ich bin tot. Aber jetzt kommen die auch noch. Nein, ich kann... Okay, ich bin tot. Alter, Mann, geh doch aus dem fucking Weg, Mann! Alter, ist das dein Scheiß? Aber ich tiltet. Wie kann er denn... Komm schon, in der Luft kann er einfach... Yo! Alles klar, Alter, warum? Hier runter. Und dann segeln wir komplett runter. Nice. Das Ding ist, ich bin tot, ja. Oh Gott. Und tot. Lol, da stirbt der? Ich bin tot. Ach, shit. Okay, meine Seelen sind weg. Scheiße. Alter, da komme ich nicht weg, ohne Witz. Okay, von dir. Das war dumm. Weich doch aus, Mann. Den nochmal zu legen. Jawohl, nice. Er rollt nicht. Yo. Alter, warum schlägt er? Ich drücke zweimal. Und er trifft mich mit seiner Fluchscheiße da. Gar nicht so von ihm weg. Das ist, glaube ich, auch für die meisten Souls-like-Spiele gemacht. Yes. Oder für fast alle. Oh, na. Ach, du bist behindert. So eine Folge. Springst du denn? Außer halt dann für Elden Ring nicht. Wie hieß das andere? Vergiftet. Was zusammen, das haben wir, glaube ich, von vorne bis hinten zusammengespielt. Jetzt will ich sterben. Nee. Ja. Alter, ich bin gleich wieder tot, ne? Ah, ich weiß tot. Nicht mehr, wie das hieß. Mann, mit dem scheiß Gift, wie machen die das denn?
Ich bin tot. Und ich halt jetzt tot. Für Wolong. Da hat, aber da habe ich. Ja, genau, Code nein. Vein. Nein. Oh, fuck, eine Mimik. Dafür habe ich das auch nicht gemacht. Ab und zu. Weil ich da keinen Kill-Counter hatte. Und das ist mir zu aufwendig, da immer die Kills rauszusuchen, weil das dauert ja noch länger als so schon. Okay, ich bin tot. Oh, da ist noch so ein Ritter. Bei Wolong würde es zum Beispiel gehen, hatte ich einen Kill-Counter. Ich bin tot. Nein! Fuck you! Du bist eine verfickte Hure. Oh Gott, ich bin tot. Tja. Ja, das ist mega. So lange haben wir, glaube ich, gar nicht gebraucht. Oh Gott, der hat mich gehauen. Insgesamt. Aber. Es ist halt schwierig, ohne Killcounter das zu machen. Scheiße. LOL! Nein! Boah, ich hasse dich, du Missgeburt, ey. Ich werde sterben. Ich bin tot. Alter. Ich bin tot. Willst du nämlich immer Dauerspawn? Ich bin tot. Jetzt macht er das schon wieder mit seinem scheiß Gebimmel. Auf damit. Und tot. Oh Gott. Ich. Fick dich doch, du Bastard, ey! Hä, hey, warum kommt hier Werbung? Manchmal macht YouTube das auch selbst mit der Werbung. Yo, lol, alles klar, ich bin so dumm. Roll doch, du Penner. Ich hasse deine Mutter, ganz ehrlich. Ey. Oh Gott, ich bin tot. Fuck. Ich glaube, der macht irgendwas Krasses. Ah, ich bin tot. Oder es bringt nichts. Ich bin tot. Oh Gott. Ja, das habe ich gesehen, dass du es gespielt hast. Fuck! Kack. War. Auf die. War ein cooles Spiel. Aber, boah, ich weiß nicht. Also, Code Vein, da fehlt mir Wiederspielwert irgendwie. Ja, du kannst anders spielen, andere Waffen, anderen Char, aber das ist so ein Spiel, das kannst du einmal gut spielen und ich finde, dann war es das. Also, da gibt mir die Steuerung auch nicht so viel her. Dass man sagt, yo, kann man öfter spielen. Also, weiß nicht. Da finde ich, da sehe ich mich eher in so Spielen wie Wolong oder auch Sekiro, weil da finde ich die Steuerung halt ein bisschen knackiger so, ne? Ja, Koop macht sowas aber meistens mehr Spaß. Ist halt so, ne? Deswegen schade, dass das in Wolong nicht geht. Das ist doch, also das finde ich scheiße. Das wäre halt echt nice. Das interessiert ihn, es interessiert die Null, ja? Mich natürlich, oh Gott. Oh shit. Ey, oh Gott. Okay, ich hab, glaube ich, shit. Okay. Ich durfte nicht mal ausweichen. Roll doch. Und wieder. Er rollt nicht. Okay. Ja, es ist okay. Jetzt bin ich aber tot. Ja. Ja, vor allem in deine Xbox und Xbox-App. Warte, warum geht das da drüber? Das sollte eigentlich auch nicht sein. Ist das Einzige, wo das geht. Das, ne? Also, da ist das Einzige, wo du mit der Konsole interagieren kannst. Roll nicht, nein. Trotzdem, weißt du, das finde ich halt so dumm. Kampfgebiet nicht verlassen, meine Freunde. I'm still here. Ich bin tot. Das war doof. Ich bin tot. Das ist zwischen Epic und Steam kannst du lieber nicht zusammenspielen. Ja, das ist schon. Mann! Yo, fick dich! Immer der Gegner, ey. Vor allem, ja, weil es ist ja, es sind doch die gleichen Server, weißt du, dass sie das nicht einfach öffnen. Das wäre halt echt, ja, er trifft echt geil. Er trifft mich einfach. Ich glaube, das hätte Spaß gemacht zusammen. Ja, natürlich. Alter, spring doch nicht, roll doch. Yo, klar. Er ist der neue Spin. Es bringt auch nichts, ey. Ja, komm. Okay, ich bin tot. Das ist genau das, was ich meine. Ja. Ja. Fick dich, du bist einfach, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ein Dauerabo für nein. Ivo hat er gekriegt. Fick dich. Der Schmongo. Nein, ich bin tot. Was dir der jetzt auf den Kopf das bekommt, ist doch lächerlich. Ey. Und ich bin tot, oder? Jo, alles klar. Oder auch nicht. Na. Ach, alles klar. Du mit deiner Mutantenklinge. Ich wurde getötet. Bleib mal kurz hier stehen. Weiß nicht, ob du das letztes mitbekommen hast, aber scheinbar ist PvP in Wolong totales Perilfest. Ich bin tot. Habe ich gelesen bei dir im Chat, ja? Trotzdem ficken sie mich. Fuck. Er hat mich. Hier wird geparried, Devil. Ich bin tot. Aber das geht auch nur, wenn der Netcode gut ist. Fuck?
Easy peasy lemon. Weil das ist ja in Dark Souls zum Beispiel, geht das ja teilweise, würde das ja gar nicht gehen. Weil sein Schlag ist bei ihm viel früher, als er bei dir ist, aber man nimmt sein Ding. Das heißt, er trifft dich, obwohl er bei dir noch gar nicht da ist. Oh, der Tiger. Alles klar. Oh Gott. Fick dich doch ins Knie. Das gibt's doch nicht, Alter. Oh, das meine ich. Das meine ich. Genau das meine ich. Ich bin verschreckt. Der hat mich richtig genervt. Alles klar, es bringt gar nichts, sich zu verstecken. Also abgesehen vom Spiel allgemein fand ich, das war das beschissenste Gebiet. Ich bin tot. Lol. Okay. Mach ich. Lol. Ist auch cool. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Dann geh doch weg. Wenn du es wusstest. Ich bin wie jeder andere. Auch richtig viel Hilfe geholt, ne? Fick dich, du Penner. Nein! Jetzt. Er hat mich auch getötet. Ach komm schon. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Keine. Ja, was soll ich machen? Ach komm schon. Yo! Nein! Oh, fuck you, Mann, das gibt's doch nicht! Alter, die Mann. Ich bin tot. Rexhuren-Penner. Besser spielen, ja. Und ich bin tot. Fuck! Ach komm, das ist doch lächerlich. Die Boxen sind aber auch Grütze manchmal. Und ich bin tot. Fuck! Und ich bin tot. Auch nicht heilen, ne? Und ich bin tot. Ich bin. Fuck! Yo. Und ich bin tot. Fick dich, du kleine Hühner. Mann, ey. Mann, nicht immer auf mich gepasst. Und ich bin tot. Ne. Fuck. Ich bin noch nicht tot. Doch, ich bin tot. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, da sind noch zwei. Schnell. Oh Gott, da ist hinter mir einer. Habe ich nicht gesehen, verdammt. Scheiße, ich habe ihn nicht gestaggert und bin tot. Fuck. Nein. Oh shit, ich bin tot. Fuck. So, oh Mann, dann kommt der Penner und haut mich weg. Oh Gott. Der Tiger ist richtig nett. Oder sie macht mich kaputt, ist auch okay. Die Hunde machen mich kaputt. Und ich bin tot. Alter, ach du Scheiße. Es geht hier einfach weiter. Und ich bin tot. Oh, ich bin tot. Scheiße. Nein. Ich bin tot. Alter, das war aber auch krass mit den ganzen Gegnern, ey. Scheiße. Ich brauche ein bisschen. Das war der. Ich brauche jetzt mich tot. DLC, ne? Oder war das normal? Ich bin tot. Okay, ich bin tot. Guck, da kommt nämlich jetzt so. Alter, was? Ciao. Oh Gott, da ist so ein Ding, ich bin tot. Fuck you. Das Schwert war schon geil. Oh Gott, da ist so ein Ding, ich bin tot. Und tot. Fick dich doch. Hat überlebt. Oh Gott, ich bin tot. Was? Ja. Ich bin tot. Öderschädel, ja. Ich bin tot. Nach, ich bin tot. Ich bin tot. Was? Hilf doch schneller, Mann! Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Hallo. Okay, ich bin tot. Ach, fickt euch doch. Also. Oh, jetzt schon. Ist das Ding jetzt. Ich bin tot. Ja, fick dich doch. Yo, tot. Fick dich doch. Tot ist er ja gar nicht. Stimmt nicht. Nein! Ich bin tot. Ich nie glauben konnte, wie schnell. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh Gott, hier geht. Oh Gott, oh. Hey, 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 hey. Ich leg mal da mein Symbol, ne? Ich leg mal da mein Symbol. Ja, ich bin tot. Oh, ich bin tot. What? Oh Gott, weg. Oh shit, tot. Mann, ach komm schon, ich bin doch weggerollt. Und oh, nein, bin ich nicht. Fick dich doch. Ich stand ja noch neben ihm. Ja, aber geht nicht. Yo, ach, du bist so eine Behinderte. Aber ich bin eh gleich tot. Ja. Ah, ich bin tot. Ach, fick dich doch. Ich bin tot. Das war der letzte Tod. Das war, ne? Da kam ja eigentlich noch ein bisschen was. Wie viele hatte ich hier? 246, also ich habe mich hier schon um 90 Tode verbessert, ne? Oh Gott, ich bin tot. Fuck you, Alter, das gibt's nicht. Oh. Jo, oh.
Ups. Der macht. Tötet mich eh, klar, natürlich. Wie hat der mich. Oh. Aber ich muss erstmal den hier kaputt machen. Au, au. Jo. Shit, shit. Das war aber noch das gleiche Mikrofon. Also zwischen 2 und 3 hat sich am Mikrofon nichts getan. Das Einzige, was sich, glaube ich, geändert hat, war das Mischpult. Und ein paar Einstellungen anders. Also besser eingestellt als vorher, ja. Shit. Alter, okay, jetzt bin ich tot. Nee. Nein. Warum? Ohne Witz. Oh, weia. Okay. Ja, aber das ist halt das Gleiche, wie wenn ich den hier mache. Wenn ich das hier mache, hast du einfach nur das Mikrofon. Ohne irgendwas, kleine Nachbearbeitung. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so der krasse Unterschied. Also es ist schon ein Unterschied, natürlich. Fuck, Mann. Aber so eine kleinen Sachen machen halt schon sehr viel aus, ne? Man hört das halt. Also man hört ja auch bei dir, dass das Mikrofon sich anders anhört. Ich bin tot. Am Arsch. Ich dachte, er schießt das hoch. Oh, fuck. Ich bin tot. Leck mich am Arsch. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Fick dich doch ins Knie. Fuck you. Ja, fickt euch doch alle ins... Wobei, ich sagen muss, manchmal crackt es bei dir trotzdem noch, ne? Also nicht mehr so viel wie mit dem anderen Mikro. Okay. Aber so zwischendurch hat man das schon noch. Scheiße. Ich weiß nicht, was du alles an den USB hinten angeschlossen hast. Ja, Alter, und ich bin tot. Ist gut, ist gut. Vielleicht ist, na, sicher doch. Für USB irgendein Energiesparplan drin. Ich bin gerade echt ein bisschen am Überlegen. Ich bin eh tot. Oder ist es zu viel angeschlossen? Nein, nur die drei Sachen. Ja, dann dürfte das nicht sein. Es hat funktioniert, aber er hat mich getötet. Willst du mich verarschen? Hilfe. Ich bin tot. Also wenn du jetzt alles belegt hättest, dann hätte das ein Grund sein können. Ja, natürlich. Nein, so dumm. Oh, so dumm. Oh, ich lebe noch. Bin tot. Ich krieg die so schnell allein auch nicht aus. Ja, aber der Strom geht ja trotzdem, hatte ich nicht gerade noch irgendwie... übers Mainboard geleitet. Fuck you, Alter. Aber du hast nicht so viel dran, ich habe deutlich mehr dran. Ja. Dann ist das irgendein OBS-Ding. Ausweichen. Nee. Denk ich. Nee. Ihr Huren. Warte. Oh, aber es hört sich auf jeden Fall besser an. Au. Ein Dickpick oder was? Oh, leck mich doch nicht am Arsch. Leck mich doch nicht am Arsch. Tot. Okay. Oh nee, jetzt kommt der auch noch. Ich raste aus, ich bin tot. Ja. Geilo. Ich bin tot. Junge! Okay, sicher! Ja, klar, ich kann mich auch überhaupt nicht bewegen, ist ja richtig, ob ich es nicht gesagt hätte. Fuck you, Mann. Immer so instant drehen können, die Nee, dann ist es aber im dritten gewesen, wo der mich von der Brücke geschubst hat, ne? Das war richtig assi. Das war richtig kacke. Ja. Warum geht er jetzt zurück? Ei, ich bin tot. Weißt du? Was? Nee, ich bin tot. Ja, hier war's. Bastard. Fuck, warte, ich muss gar. Oh Gott. Das war auch ernst gemeint, das hat er auch verdient. Ah, natürlich, jetzt macht er hier direkt so ein. Alter, was hat. Ich bin tot. Fuck you. Oh, ich bin tot. Ach, scheiß doch, ich bin tot. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Okay. Na, wobei, Aldridge wird ein Mann sein, aber könnte auch eine Frau sein. Fick dich. Wollen ja nicht gendern. Oh, scheiße. Ich hab auf das gemerkt, hat mich... Dass, oh nö, hat die mich verflucht? Das hat mich surprised. Au. Okay. Alter, leck mich am Arsch. Ich will doch nur da runter. Und er kann einfach hauen, während ich haue. Tu einen Fickrad nimmer her. Ich bin tot. Fuck you. Ey. Ah, boah, du bist eine Hure.
Oh. Ja, ey. Tot, fuck. Oh nö, ich dachte, er ist... Okay, er hat mich getötet. Alter, ich sehe nix. Kann auch nicht, nicht aber ja. Jetzt bin ich tot. Ciao. Ich bin tot. Fuck. Ist halt ehrenloser Mistwichser. Alter, lass mich doch trinken, Mann. Alter, war der am Anfang drinne? 96.000 Seelen? Erstmal die Verwundung. Ach komm, was ist das für ein 96.000 Seelen. Ohne Witz. Es interessiert ihn null, wo ich stehe. Er trifft mich einfach. Yo, 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 ich bin tot. Echt? Ja, ich bin tot. Hey, über die Brüste und drüber. Ist da noch so einer mit so einer... Ich bin tot. Jetzt haben wir Spaß. Ich bin tot. Ja, das war sehr unlieb. Ja, ja, genau, die Taube. Au, ich bin tot. Aber die machst du in deinem... im Boss Run ja nicht, ne? Du machst, machst ja nur Haupt. Also Main Game. Fuck, okay, ich bin, glaube ich, auch gleich tot. Ja, bin tot. Ich bin Buttergolem. Ich bin tot. Oh, fuck. Ich hab geschlagen. Fick dich ins Knie, du Penner. Extrem aggressiv, die beiden. Okay, ich bin tot. Fragen gemacht, Ben. Also im Allgemeinen? Oh, ich bin tot. Ost. Alter, willst du mich verarschen? Vor allem ist auch nur noch Half-Life, der andere ist schon weg, ey. Das ist so ärgerlich. Tot. Oh, Scheiße! Ich habe da 60 draufstehen. Ja. Alles klar. Ja, ich bin tot. Boah, ich bin tot. Wo bist denn du? Tot. Gott. Tot. Ich bin vorne. Aha, ich bin tot. What? Okay. Ja, fuck. Okay, ich weiche einfach nicht aus, ist auch cool. Nein, nein, er macht noch einen Schlag, shit. Jetzt bin ich tot. Ach, leck mich. Ich bin tot. Ah. Und ich bin tot. Ja, aber ich kann nicht an deinen Kopf. Ich bin tot. Weißt du was, wenn du jetzt eventuell sterben und solltest, gehe ich. Da hast du einmal ich tot. Weißt du? Was? Weg, weg. Ja, nein, ich da drinnen. Ich hab schon so viel Leben. Doof. Das Weg kam ein bisschen spät. Also wenn man der, muss wenn das der einfach ausmaxen, Alter. Okay, das ist komplett über den Bildschirm geht. Meine selbst das wird nichts bringen. Doch mit dem Dreckschwimmen. Boah, dieser Kampf, ey. Aber mit dir war schon... Also danach nicht kurz mal, ich bin tot. Und er hat mich direkt mit dem Laser getroffen, obwohl ich ausgewichen bin. Alles klar. Fuck. Ja. Fuck. Ich hätte rollen sollen. Nein! Oh, fuck. Ich bin tot. Das waren auch viele Tode. Ich kann mich an einen Versuch erinnern, okay. Wo er nur geraged ist mit Feuer. Ja. Und tot. Okay. Das ist das Ende der Folge. Ach, shit. Tot. Alter. Mann, Alter, was ist denn jetzt? Was soll denn nicht? Was passiert denn jetzt mit mir? Boah, ich bin voll eingeschlafen. Das fand ich. Ich bin verflucht. Ich bin tot. Fucking. Okay, der. Ich bin auch tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja. Das fand ich auch strange einfach. Du bist dann einfach so verflucht und... Ja, okay, ich bin tot. Und das war's. Oh nein, er zaubert. Oh, fick dich. Oh, fuck. Das war dumm. Hab ich tot. Ach, fuck you. Hab ich tot. Ja, Alter, ist klar. Rast du doch komplett aus. Fick dich. Ich bin... Ach komm, ich bin noch ausgewichen. Das ist doch schon Ende. Ja, jetzt bin ich tot.
weil er mich nicht lässt, der Sack. Und ich bin tot. Ich war noch nicht tot, scheiße. Und nochmal verbessert. Und knapp 110 Tode, also man wird schon besser. Und das fand ich tatsächlich das einfachste Spiel. Lass mich doch hier durch. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, man hat von dir immer nicht so viel gehört. Immer nur, was? Wie? Das war vielleicht jetzt nicht so klug. Ist klar, Alter. Ist klar, Alter. Fickt euch doch ins Knie. Demon's Souls ist noch... Ich bin tot. Von der Steuerung noch schlimmer als Dark Souls 1. Der hat mich so getötet, der Penner. Nein. Tot. Fuck. Nein. Ja. Drecksuhrenhunde, ey, ganz ehrlich. Das Remake ist sowieso ganz geil gemacht. Oh, ich bin tot. Ich geb's zu. Ich bin tot. Nein, 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 ich bin tot. Fuck you. Hat nicht funktioniert, ich bin tot. Bin ich mal raus. Doch, jetzt bin ich raus. Ich bin tot. Alter, also, okay. Warum? So, den können wir easy peasy so töten. Ich bin tot. Ja. Alter, aus dem Nichts, weißt du, springt er einfach. Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Nein. Da gab's halt auch, der dachte ich, boah, das wird ewig dauern, ne? Was? Er hat mich getroffen. Ach, leck mich doch. Alter, jetzt komm. Nein, ich bin tot. Zu gehen. Weil es gibt hier noch... Ich bin eh tot. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Boah, eigentlich brauche ich gar nicht probieren. Ich bin wieder tot. Eigentlich, und wie gesagt, müsste ich drüber, aber er springt auch gar nicht richtig. Ich häng fest. Fuck. Irgendwie, ja, ist cool. Jetzt bin ich aber in einer doofen Position. Hier gibt's noch so Gargoyle-ähnliche Viecher. Ich bin tot. So, dann nachher. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Oh, kein Bock. Guten Tag. Willkommen zurück bei Demon's Souls. Juhu. Wow. Blödes Huhnvieh, ey. Ah, ich bin tot. Ich kann ja blocken, aber man sieht, es bringt nicht unbedingt viel. Ich bin tot. Ich bin tot. Hä? Okay, ich hab's... Hab ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Oh. Oh Gott. Ich bin tot. Ohne Witz, das ist so lächerlich. Ja, ey. Nee. Juhu. Nein. Nee, dann geht mir auf den Sack. Ich geh da jetzt runter. Gut, oder ich bin einfach tot. Ich komme nicht weg. Ich hab das bei Sekiro doch nicht gemacht. Hä? Schade eigentlich. Ach, ich bin tot. Hä? Na, ich hab keinen Bock drauf. Scheiße. Das war's. Was war das jetzt am Ende? Nicht viel. Scheiße. 56 Tode geht eigentlich. Finde ich jetzt nicht so mega schlimm. Von halt ein bisschen. Ja, Lords of the Fallen auch. Bin tot, okay. Ich bin tot. Scheiße. Aha. Au. War eigentlich okay, das Au. Spiel. Okay, okay. So schlimm war es nicht. Ich bin wieder tot, fuck. What? Ich bin wieder. Okay. Ja. Ich bin tot. Wo sie. Ach, das war da. Oh, Alter, die sind ja aber scheiße. Nein, nein, okay, ich bin tot. Fuck. Yo, fuck you. Ach, Sekiro. Blöder. Ich bin tot. Yo, da hab ich leider nicht gemacht. Schade eigentlich. Oh, fuck you, Mann, ey, das gibt's nicht. Oh, so, kurzes Side-Info. Sekiro habe ich 255 Tode, also mehr als in Wolong. Okay, ich bin tot.
Ja, das auf jeden Fall. Es war auch so deutlich kürzer, ne? Alter, jetzt hat er so eine komische... Ich bin tot. Roll dich doch weg! Okay, er rollt sich nicht weg. Und tot. Oh, schon, jawoll. Ich glaube, der ist hart gebacken. Yo, fick dich doch ins Knie, das gibt's doch nicht, Alter. Was ist denn das für eine behinderte Wichse? Ohne Spaß. Und ich bin tot. Mortal Shell habe ich auch nicht gemacht. Ach man, fick dich! Ah, das habe ich, glaube ich, nur im Stream gespielt. Und tot. Jo. Das ist was für Lutscher, hast du recht. Und tot. Ach scheiße, ich bin tot. Mortal Shell war richtig kurz, ja. Fickt euch doch. War aber an und für sich auch ein cooles Spiel, aber halt auch nicht. Ich bin tot. Weiß nicht, der große Wiederspielwert, finde ich. Bleeding oder habe ich. Keine Ahnung. Yo. Tot. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Hey. Jo, tot. Fuck. Alter, warum? Ich bin tot. Mehr Höhlen gewünscht, Alter. Oder mehr Bosse, weil das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ja? Boah, ey. Ich fand, das Gameplay an und für sich war cool. Und da kommen sie. Das World und da Gegnerdesign war ganz cool. Oh, ich bin tot. Aber voll ja. Es ist richtig lecker. Die Idee mit den Höhlen ist eigentlich ganz nice gewesen, weil es was anderes war. Und er trifft mich wieder einfach. Und ich bin tot. So. Ja. Okay, ich bin tot. Ja, es hat kein schwerer Boss, aber. Naja. Der getroffen hat, das. Aber, naja. Okay, ich bin tot. Fuck. Ich krieg grad. Okay, ich bin tot. Okay. Fick mich. Einzige, wo ich nicht richtig reingefunden habe, war The Search. Das habe ich immer angefangen zu spielen. Ich glaube, so ein paar Stunden. Aber ich finde in dieses Spiel einfach nicht rein. So, tot. Wow! Ich finde, also das ist komischerweise, das ist ein Spiel, Nico hat ja nie so Dark Souls Spiele oder sowas gespielt oder Lords of the Fallen weiß ich jetzt gar nicht, aber Dark Souls hat er nicht gespielt und, ne? Aber The Search hat er durchgespielt. Das ist aber ein Spiel, ich komme da einfach nicht rein. Das ist wie mit dir mit Smite zum Beispiel, du wirst da nicht warm mit. Ich habe es probiert, ich habe es ein paar Mal probiert, ein paar Mal angefangen, ich komme in dieses Spiel einfach nicht rein. Mir ist das mit dem Ausweichen, mit dem Blocken, das ist mir, ich weiß nicht. Das ist also ich find's komisch irgendwie. Oh, das war vielleicht nicht so klug. Hey. Alter, warum brenne ich? Ach komm, lächerlicher Drecksscheiß hier. Das ist so lächerlich, ey. Behäbig. Mhm. In die Fresse zu hauen. Ja, oder auch nicht. Also ich bin eh tot. Ich kenne nur, wie gesagt. Okay, ich hab ein Problem. Vielleicht drei Stunden vom ersten. Ja, okay. Mehr nicht. What? Und seinem Feuer trotzdem getroffen, alles klar. Ach, fuck you, Alter. Ne. Der. Und tot. Oh, ich bin genau rein, aber ist egal. Und einfach rollen. Ich bin tot. Ach, komm schon. Spülschwämme das sollte war's. Man wechseln. Ihre Zahnbürste auch. Denn mit der Zeit trägt glaub sie bis... Glaube ich. Ja. Ist manchmal guck mal, ich hätte irgendwas noch machen sollen, das zu Ende ist, weil manchmal weiß man das ja gar nicht. Das ist das letzte... Das kann ich auch noch gucken. Ich fange halt ein bisschen... Fuck. Okay, ich bin tot. Scheiße. Na, au. Da kommt er. Au. What? Fuck. What the... Okay. Ich bin tot. Wo sie, ach, das war da. Oh, Alter, die sind ja aber scheiße. Okay, das war oder ist ein geiles Spiel. Yo. Fuck schade, you. Dass das nie für den PC gekommen ist. Ich konnte nicht ausweichen. Oh, fuck you, Mann, ey, das gibt's. Da gibt's ja auch so verschiedene Sachen, was die Waffen angeht. Ich fand diese sich, keine Ahnung, diese sich verändernden Waffen ganz geil. Ich habe ja das Schwert, das wird aber zu einer Peitsche. Ich mochte diese Waffen, es gibt ganz viele, die finden die Waffen übelst scheiße. Oder halt nicht so gut. Ich fand die aber ganz geil. Bin damit ja auch komplett durchgerannt. Ach komm! What?
Mein Wusel. Ohne Spaß, das ist doch scheiße. Es funktioniert, aber bringt mir ja nichts. Und ich bin tot. Oh, das war dumm. Das war dumm, das war ganz dumm. Und ich bin das tot. War ärgerlich, weil er war fast tot eigentlich, ne? Und das war kackt. Oh, nö. Ich komme da nicht mehr. Ach, was ist denn das für eine Scheiße? Funktioniert aber. Habe ich verkackt. Bin tot. Und ich bin gleich tot. Alter, Parry-System war hier eigentlich ganz nice. Oh, ich bleib einfach mal stehen. Okay, das hätte funktioniert, wenn ich stehen geblieben wäre. Aber ich bin tot. Ach, fick dich doch ins Knie. Shit. Ich nehme an, ihr habt noch Träume. Denkt in euren nächsten Traum. Dudes machen mehr. Oh, ihr habt noch Träume. Denkt in euren nächsten Traum. Am Arsch, Alter. Ja, klar. Ausweichen. Fick dich. Scheiße. Damit greift sie mich, ne? Hä? Ich bin das Gegnerdesign war echt gut. Hier gleich. Das ist auch so knapp. Mann, das gibt's nicht. Oh, Alter, jetzt leck mich doch am Arsch. Also was ist denn jetzt? Jetzt bin ich tot. Fuck, 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 fuck. Alter, ich komm nicht. Alter, ich hasse es, ne? Mann, wenn ich schlage kann. Fuck you, Alter. Abtritt. Ich bin tot. Leck mich doch am Arsch. Au. Ah. Ah, ich bin tot. Ich glaub, er ist verrückt. Einfach schießen. Was hatten denn. So, aber jetzt. Ja, oder ich sterbe einfach. So, aber jetzt. Oh Gott, es kommt doch. What the? Ach, leck mich am Arsch. Alter. Und jetzt macht er mich gleich total kaputt. Ich bin tot. Alter, fick dich doch ins Knie, Mann. Wo bist du? Ich komme gar nicht mehr zum Heilen. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, ich werde sterben. Ich bin tot. Ja, oh Gott, es kommt doch, ja. Alles war dumm. Scheiße, ich hab keine mehr. Nein, ach, tot. Ja, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt habe ich hier ein Problem. Nein, jetzt habe ich kein Problem. Oh doch, jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich bin tot. Ich habe ein Problem, ich habe doch kein Problem. Ja, ich habe doch wieder ein Problem. Ach, komm, nö. Alter, fuck you. Nein. Lol, das hat ach, fuck. Mann, schon wieder gestorben. Na, okay, ich bin tot. Übrigens, meine Blutecho. Jetzt sind meine Blutechos leider weg. Oh, scheiß die Wand. Und alles klar, die schießt dann auch mit irgendwas. Okay. Das kann ich nicht schaffen. Und tot. Ach, fick dich. Ja, hätte ich auch oft gern. Aber du merkst, die kommen ja auch schnell wieder zurück, also. Yo. Ich bin tot. Immer wenn er sich auf den Rücken dreht, muss ich nah bei ihm sein. Ja, ich bin tot. Leveln. Irgendwann das ist funny. Ach, fickt euch doch alle ins Knie. Ja, klar. Läuft. Ja, Alter, willst du mich verarschen? What? Ach komm. Alter. Ich lieg. Machen wir es so. What the fuck, Alter? Zu mir. Oh, da ist so ein Typ mit. Ach fuck you, Alter. Nee. Jo, ich bin tot. Nicht durch. Nee, ja, ja, läuft. Fickt euch doch alle ins Knie, ihr Bastarde, ey. Tot.
Das gibt's doch nicht. Ich bin da ausgewichen. Fuck. Oh. Ach komm. Das. Ich find's schade, dass das Spiel nicht auf den PC kommt. Oh, der macht einen. Oh, der macht ja auch hier einen Angriff. Okay. Ich bin. Fick dich doch ins Knie, Alter. Meine Fresse. Lass mich doch mal kurz hochlaufen. Am Arsch. Oh. Ich raste aus, das gibt's nicht. Da habe ich die getötet und dann rollt oder zumindest mit, Alter. Mit höherer Framerate. Sehr geil. Ja, man muss flexibel sein. Oh, das hat auch so genervt. Fick dich die dich da immer wegschneiden. Am Arsch. Falsche Richtung. Aua, ich bin tot. Und ich bin tot. Ganz ist, ey, läuft der Shit. Ja gut, der, oder ich bin tot. Und töten kann er mich auch. Tot. Nicht essen. Okay, ich bin tot. Oh Gott. Ich bin tot. Scheiße. Und ich hab keine Ausdauer mehr. Scheiße. Was ich da an? Fuck. Verreck jetzt. Nee, nee. Ja, muss man ja mal sagen. Ey, das ist so scheiße. Der hatte kein Leben mehr, ne? Ich bin tot. Und trotzdem ist man gestorben. Okay, ich bin tot. Fuck. Und tot. Okay, wie ist das? Das ist eine Ninja-Spinne. Ich bin tot. Und tot. Oh, ist ja putzig. Ich bin tot. Oh, ist ja putzig und tot. Ja. Da habe ich echt gedacht, okay, die kommt nicht an mich ran, sie kommt da nicht durch. Ja, falsch gedacht. Und tot. Fuck. Ju. Ja, am Arsch, Mann. Ey, das ist zum Kotzen, ohne Witz. Das ist so zum Kotzen. Ich habe keine Kugel mehr. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Hör auf mit dem Scheiß. Fick dich. Vor allem der Boss ist eigentlich übelst einfach. 5 Kilometer weit, aber trifft mich trotzdem. Ohne Witz, wie kann die mich treffen? Ich bin irgendwo in der Ecke gefangen. Shit. Yo. Okay, ich bin tot. Ich möchte wieder raus. Scheiße, ich bin tot, ne? Ich bin noch nicht tot. Oh, scheiße. Nein! Es gibt nicht wahr sein. Ja, immer. Jo, ist okay. Ja, Baum. Ja, Baum. Nee, macht er doch ordentlichen Damage. Shit. Fuck. Andere Richtung wäre es gewesen. Tot. Scheiße. Warum ich im Grunde nur einmal treffen? Ich bin. Oder so. Ganz doof, ja. Ja, supi dupi. Ich bin tot. Ach Mann, ey. Weich doch aus, du blöde Schlampe. Wäre eine geile Waffe. Tot. Wow. Manchmal aber auch überhaupt. Ja, okay. Dann. Ja, nicht so. Und ich hasse es, Mann. Weißt du, dann kommst du nicht mehr weg, ey. Ich bin tot. Meine Fresse. Nö. Nein. Tot. Aber Hitboxen kriegen die teilweise immer noch nicht hin, finde ich. In so einem Spiel. Fuck you, Alter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wohin? Ich bin... Nein. Oh, der Kampf. Das war so nervig. Wow. Au. Alter. Was? Bin doch voll ausgewichen. Und ich lieg auf dem Mund. Ach, fick mich doch ins Knie, ganz ehrlich. Bis gleich. Ich. Nee, ich bin zu blöd. Und tot. Fuck. Mann! Natürlich. Was?
diese Drecksmütchen. Mann, weiß der. Ja, ist klar, Alter. What the? Oh, shit. Okay, der ist weg. Nee, er ist... Oh. Au. Die war geil. Ja, ich bin... Alter, ja, oder, ist klar. Ja, Lawrence. Yo. Vom Kämpfen war Maria ganz cool. Ich fand Lawrence vom Design übelst geil mit den Haaren. Das sah übelst nice aus. Ja, lustig aus. Ich bin tot. Aber generell so die Bosskämpfe, die so duellmäßig sind, waren schon geil. Das ist halt. Mich mit dem Drecksflat. Der war nervig. Lol. Schaffen oder zu sterben. German. Ja. Da wusste ich auch nicht, was mir geschieht, ey. Und tot. Aber ist gleich weg. Alter, das ist so doof, ne? Geht auch. 156 Tode ist eigentlich okay, finde ich. Für ein Spiel, was du so das erste Mal spielst. Passt doch. So an und für sich. Ja, waren alles schon gute Spiele, haben mega Spaß gemacht. Manchmal auch nicht, manchmal schon. Meistens, wenn ich aufgehört habe mit dem Spielen, dann waren die witzig. Die beschissenste Nummer hatte meiner Meinung nach immer noch DS2. Ja, wobei, bei manchen muss ich sagen, wenn man das so im Nachhinein sieht, haben alle, also ja, das hat schon scheiß Hitboxen, aber alle Spiele haben irgendwo scheiß Hitboxen, ne? Also du siehst ja klar, du bist an einem Gegner schon vorbei und er trifft dich trotzdem. Ist halt blöd. Machst du halt nichts, ne? Aber irgendwo Spaß gemacht haben die ja alle. Aber alle würde ich nicht nochmal spielen. Weiß nicht. Ich werde auch nicht bis zum, keine Ahnung, ich glaube bis zum Kotzen würde ich Wolong jetzt auch nicht spielen, um jetzt auf Biegen und Brechen da No Death zu haben. Mal gucken. Ab und zu, warum nicht? Aber jetzt nicht so hart wie du. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, ich werde den einen Run werde ich halt so ein bisschen gestückelt machen. Mal gucken. Einfach mal schauen, wie weit man kommt. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich 20 hätte, das erste Mal, wo ich sowas mache, wäre das schon eine gute Leistung. Dann habe ich den immerhin um, keine Ahnung, fast 200 Tode reduziert, was ja nicht schlecht wird. Es wird nicht so sein, aber ne? Ich schaffe den wahrscheinlich in knapp einer Woche, denke ich. Meinst du? Ja, aber guck mal, du spielst das ja jetzt jeden Tag mehrere Stunden. Ne? Ich denke mal, so viel Effort würde ich da nicht reinstecken. Ich mache das, mal gucken, wie weit man kommt. Vielleicht wird man ja auch so hart angefixt, dass man sagt, okay, doch, komm, ich mach's. 7 nochmal verbessert. Das ist gut. Also jetzt beendet der Run oder aufgehört? Das ist aber gut. Man muss halt sagen, das Spiel ist auch lang für so einen Run, finde ich, ne? Also ich sag mal, wenn du das in 3-4 Stunden durchkriegst, okay. Ist stark auf jeden Fall. Aber so 10-11 Stunden für einen Run ist schon heavy. Weil das machst du ja auch nicht in einem Stück meistens, ne? Ich meine, irgendwann bei Dark Souls hast du lange gebraucht. Aber du hast dich auch übelst gefreut, dass du es geschafft hast. Und ja, mal gucken, ich werde es halt ein bisschen. Ich probiere es einfach, ne? Ich muss mir da keinen Stress machen, weil ich mach's jetzt und wenn ich dann eine Woche keinen Bock mehr drauf habe, dann mache ich es halt eine Woche nicht so. Ich hab noch Highlight auf Twitch mit dem Mini irgendwie. Ja, ja. Da hast du dich richtig gefreut, ja.
Ja, hast du auch lange genug dran gesessen, ne? Das stimmt schon. Ja, mal gucken. Wird schon. Erstmal gucken, was die nächsten Spiele so bringen. Oder die nächsten Tage. Naja. Weil ich persönlich habe jetzt eigentlich so spieltechnisch fast nichts mehr, was ich spielen kann. Ist nur noch. Ja, warten, bis was kommt. Also, naja, gut, ich könnte noch The Witcher spielen und sowas, ne? Aber. Was ich spielen kann, man hat schon, wie gesagt, The Witcher und sowas. Da kam ja jetzt auch nochmal ein Patch, ne, der das nochmal ein bisschen besser gemacht haben soll, das Ganze. Ja, aber es gibt Spiele, da habe ich einfach keine Lust drauf. Andromeda muss nicht sein. Irgendwie Bock, irgendwie auch nicht. Aber wenn du sagst, so irgendwie Bock, irgendwie auch nicht, dann spiele ich es gleich gar nicht, weil ich muss da halt schon Bock drauf haben. The Witcher könnte man machen, aber weiß ich nicht. Ist ja auch schon ein bisschen Pause. Aber überleg zwischendurch mal Gwyn zu spielen, das Card Game einfach. Zwischendurch mal, aber ich spiele das so privat ab und an mal. Momentan ist halt echt nicht so viel, ne? Spiele sind durch. Ich meine, ich habe Atomic Heart durch. Ich habe nochmal Resident Evil durch. Wolong durch. Jetzt ist erstmal warten angesagt. Bis RE4 beziehungsweise The Last of Us. Das mit der Wayfinder Beta war auch irgendwie unlucky timing für mich, weil Wolong rauskam und ich habe Beta-Zugriff bekommen. Ah, das ist kacke. Ja, das ist ärgerlich. Ja, da muss man dann Prioritäten setzen, ne? Theoretisch hättest du es natürlich dir angucken können, kurz. Aber du wolltest halt Wolong spielen, ne? Wobei, nächstes Wochenende, wenn ich mich nicht täusche, dieses Wochenende war ja jetzt die Beta für die Vorbesteller von Diablo 4. Nächstes Wochenende, meine ich, müsste die offene Beta sein für alle. Ich weiß nicht genau wann, ich weiß nämlich nicht, wie jetzt das nächste Wochenende sein wird. Aber würde ich mir gern angucken. Da muss ich mich aber nochmal selber informieren, wann genau das ist. Aber ich glaube vom 24. Ist natürlich auch kacke, weil da kommt Resident Evil. Wobei ich nicht weiß, ob ich das direkt zum Release spiele oder ein bisschen später, keine Ahnung. Aber D4 würde ich mir eigentlich gerne angucken. Ich habe ein bisschen in Streams mal reingeguckt. Das sieht schon nice aus, aber ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Du meinst jetzt bei Wayfinder wird ohne Koop nichts? Keine Ahnung. Ich muss gestehen, Wayfinder sagt mir nicht allzu viel. Über das Meter kann ich nicht spielen, weil müsste ich vorstellen. Nein. Hä? Offene Beta. Offen. Für alle. Ich habe das Spiel auch nicht vorbestellt. Es gab dieses Wochenende eine Beta für Diablo 4 für die Vorbesteller. Und nächstes Wochenende kommt eine offene Beta für alle. Also auch wenn du es nicht vorbestellt hast. Dafür muss man es nicht vorbestellen. Weil habe ich ja auch nicht. Weil ich will tatsächlich erstmal wissen, wie das Spiel ist. Ja, ich muss mich halt nur mal informieren, wann die startet. Ich glaube, am 24., 17 Uhr, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich muss auch gucken, wie das Wochenende wird. Also was jetzt am Wochenende ist. Und dann kann man das vielleicht, da kann man mal reinschauen. Hätte ich schon Bock drauf. Mal gucken, was die gemacht haben. So generell. Was sie aus den ganzen Klassen rausgeholt haben. Oder allgemein, was. Ja, einfach was das Spiel hergibt, so, ne? Muss man halt mal schauen.
Ich habe was geschlossen. Warum das? Ja. So. Jetzt machen wir aber Schluss. Man merkt aber, dass es sehr online-lastig ist. Laut Extra Life soll Spaß machen, aber ja. Ja, aber das war ja das Problem, dass da alle in der so Open World mäßig rumlaufen und ich weiß nicht. Da würde ich mir halt eher so ein Klassik Diablo wünschen, oder wie Diablo 3 war. Du kannst im Koop zusammen, das reicht doch. Ich brauche keine anderen Leute da. Weißt du, wenn man das ausmachen kann, okay, dass du so offline spielst, dass du nur mit Freunden spielen kannst, ne? Der Rest weiß ich nicht. Wie gesagt, man muss es sich angucken. Wenn mich das nicht überzeugt, keine Ahnung, werde ich es mir irgendwann vielleicht mal holen, wenn es für ein Appel und ein Ei verkauft wird. Ist genau das gleiche wie jetzt mit Forspoken. Das ist ja im Angebot. Für, ich glaube, 54 Euro. Finde ich immer noch zu teuer für das Spiel. Aber das ist genau das, was jetzt viele nicht mehr falsch machen. Der Hype-Train auf die Open World online für alle. Das Problem ist, Open World, also die Entwickler denken, boah, übelster Hype. Das hat den übelsten Hype einfach. Eigentlich, also es wird gekauft, es wird gespielt, ja. Aber ich glaube, der Großteil der Spieler, der spielt die Spiele nicht mehr so wie früher in Open-World-Games, ne? Dass er sagt, okay, er guckt sich alles an, er sammelt alles, er macht alles. Es gibt ganz viele, die in Open-World-Games nur noch hingehen und Hauptmissionen, Side-Missions spielen und das war's. Es wird nicht mehr alles gesammelt. Ich meine, Gronkh hat das, glaube ich, bei Cyberpunk so gemacht. Der hat nicht mehr alles gemacht, der hat wirklich nur noch die Missionen gemacht. Also Side-Missions und Hauptmissionen, das war's. Den ganzen Nebenscheiß hat er gelassen. Und das machen viele, weil es einfach zu viel ist. Und irgendwo gab's ein Video oder ein Text. Eigentlich mit einer ganz coolen Frage. Ob Entwickler die Zeit respektieren von den Spielern. Weil die packen da so viel Scheiße rein und ein Spiel soll am besten 100 plus Stunden gehen. Aber irgendwo vergisst dann ein Entwickler, dass es ja auch noch andere Entwickler gibt und ein Spieler ja nicht nur dieses eine Spiel spielt, sondern auch ganz viele andere Spiele. Und der ja aber auch noch, in dem Falle, er muss arbeiten gehen. Er hat vielleicht Familie, er hat Kinder, er hat Frau, er hat Freunde. Man hat ja auch ein Privatleben, ne? Und ja, weiß nicht, dass man dann vielleicht so diesen Think Big-Gedanken von den Spielen einfach ein bisschen mal zurückfährt. Einfach mal weniger Scheiße in seine Spiele macht, sondern einfach mal sagt, okay, wir haben Hauptmissionen, wir haben Nebenmissionen. Es gibt ein bisschen was du sammeln kannst. Oder so eine Art Side-Stories wie in Red Dead Redemption zum Beispiel, dass du ganz viele Nebenmissionen durch zufällige Begegnungen oder auch in GTA zum Beispiel, dass man sowas so einstreut und nicht gezwungen Missionen abspult. Das wäre halt ganz geil. Obwohl per se ist nicht verkehrt, aber dass es immer online sein muss, liegt dann immer ist falsch. Open World ist per se nicht verkehrt, aber Open World ist übersättigt einfach. Der Markt ist mit Open World sowas von übersättigt. Weil alle Spiele jetzt Open World haben müssen und wir haben eine Riesenwelt, wir haben aber eine riesentote Welt, du kannst so viel Scheiße sammeln. Letztlich, es artet ja teilweise nur noch in Arbeit aus und da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Wenn jemand da Spaß dran hat und alles sammelt und lootet und ist super. Es gibt ja auch Spiele, da habe ich noch Bock drauf. Ne? Cyberpunk war so ein Ding, aber es gibt, oder The Witcher, aber es gibt Spiele, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Assassin's Creed habe ich keinen Bock mehr, alles zu machen. Es ist mir halt einfach viel zu viel. Deswegen verstehe ich Leute auch nicht, die sagen, wo long ist, aber kurz. Es muss nicht lang und groß sein und trotzdem Spaß machen. Ja, aber so ist wo long so kurz? Das ist mal die generelle Frage, die man sich so stellen muss. Weil, wie lang. Ja gut, ich habe jetzt zwar nochmal angefangen, aber wie viele Spielstunden habe ich in Wolong? Das kann man bestimmt irgendwo hier sehen.
Aber wenn ich das wüsste, wäre super. Ein Tag, okay. Ein Tag, 22 Stunden. Jetzt rechnen wir mal. Das ist aber nicht kurz. Sagen wir mal 30 Stunden für einen Playthrough. Ja, 45 Stunden. Ich hatte keine 45 Stunden. Ich war schneller durch. Meine ich. Also ich habe nicht alle Sachen gesucht, ja, aber 45 Stunden ist doch okay. Also wenn ich mir mal angucke, boah, ich würde sagen, Sekiro war auch nicht so kurz. Aber ich weiß nicht, ob der die noch anzeigt, der gut. Sagen wir 39, weil ich aber auch alles gesammelt habe, ja. Sagen wir mal zwischen 35 und 40 Stunden. Völlig fein. Sekiro, Shadow Die Twice. Habe ich auch 41 Stunden. Mir würden auch ganz ehrlich 20 Stunden reicht schon für so ein Spiel. Wenn ich mir die Dark Souls Spiele angucke, okay, da habe ich 67,8 Stunden, aber das ist ja nicht nur ein Playthrough. Na gut, ist ein bisschen mehr. Ach, hier ist Dark Souls Remastered. Okay, das habe ich nicht durchgespielt. Das ist natürlich alles die Prepare to Die Edition. Ja, ich finde 40 Stunden völlig in Ordnung. Also, was kurz war. Hä? Wo habe ich denn Lords of the Fallen? Da. Das ist auch nicht kurz. Lords of the Fallen 20,2 Stunden, also 20 Stunden, ist auch nicht kurz. Finde ich völlig in Ordnung. Na, aber gut, es ist halt jeder auch anders, ne? Aber die Spiele haben halt so eine Spieldauer von 20 bis 40 Stunden, das ist mehr als ausreichend. Wenn ich mir jetzt angucke, ein Elden Ring. 117 Stunden. Ich habe das nur einmal gespielt. Oder? Ja. Einmal. Aber du hast zwei Durchläufe gemacht oder zweimal angefangen zumindest. Aber das ist für mich ein einziger Durchlauf gewesen. Also, rechne mal ein bisschen was weg. Sagen wir mal 110 Stunden. Ist, finde ich, viel zu lang. Es hat Bock gemacht wegen Koop. Ja gut, dann zweieinhalb. Es hat wegen Koop Bock gemacht und nachher mit der Seamless Mod. Aber es ist viel zu lang für so ein Spiel. Ist halt einfach so, ne? €20, Red Dead Redemption. Geil. Bestimmt geile Angebote. Ja, ja, gerade Spring Sale. DLC. Krass. 12,80 €. Genau. Ja, aber ich finde 100 Stunden ist einfach viel zu lang für so ein Spiel. Ich denke mal, 20, 30, 40 Stunden ist okay. Ne? Man hat ja auch noch andere Sachen zu tun, als nur zu spielen. Man hat ja mehrere Spiele im besten Fall. Und ja auch noch irgendwie so Sachen, die man machen wollen, möchte, können, tun. Oder man sitzt einfach 14 Stunden vor seinem PC und streamt irgendwas. Kann aber wieder 200 € auf den Kopf hauen, damit ich wieder alle Spiele holen kann, die ich zocken will. Deswegen wird Resi und Telu nichts erstmal. Ja, du. Ist ja auch okay, ne? Geht ja auch nicht. Also ich werde gucken. Ich muss mit Resident Evil erstmal schauen. Also das würde ich mir eventuell noch holen. Jetzt muss ich gucken, ob ich es direkt zum Release hole oder nicht. The Last of Us wird auch erstmal warten. Ich meine, ich habe es ja schon gespielt. Das sind aber Spiele,
theoretisch sollte ich jetzt Resident Evil zum Beispiel spielen, das kannst du ja, könntest du theoretisch bei mir gucken, weil du kennst das Spiel schon, aber es ist natürlich anders, ne? Wobei das ja nochmal was anderes ist, ob du das im Stream siehst oder selber dir anguckst, selber spielst. Das kommt ja nochmal ganz anders rüber, aber du kennst das Spiel ja eh schon. Und The Last of Us hast du ja auch schon gesehen, hier und da. Aber Last of Us würde ich auch gucken, wann ich das hole, wann ich spiele. Also wenn ich es habe, also wenn ich es mir hole, dann werde ich es wahrscheinlich auch streamen. Ja? Aber ich muss schauen. Muss ich gucken. Also auf den 4. habe ich noch Bock, muss ich sagen. Aber die anderen, nee. Andere Resident Evil Spiele spiele ich dann erstmal nicht mehr. Dafür ist, sind coole Spiele, außer 4, 5, 5, 6. 7, 8 waren ganz cool, aber kein Bock nochmal zu spielen, ganz ehrlich. 2, 3, 4 reicht. Weil das auch die Remakes waren und so die neuesten. Das passt dann schon. Ich bin gespannt auf den 4., was sie gemacht haben. Also wie sie, ein paar Sachen haben sie verändert. Also so Kleinigkeiten. Anfangssequenz ist anders auf jeden Fall als im Original. Ist ganz cool. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. The Last of Us wird einfach genau das gleiche sein. 1:1 halt nur angepasst am PC. Denke ich. Gut. Jetzt, meine lieben Liebenden, gehen wir alle schlafen. Oder auch noch nicht, aber jetzt offline. Es reicht. 14 Stunden, das ist seit langem mal wieder lange gewesen. Ich glaube, wenn Mara mich hauen könnte, würde sie es tun. Weil die muss, glaube ich, echt raus. Aber die schläft. Und dann esse ich noch was. Dann gucke ich mir noch kurz was an. Mal gucken. Und dann ich schlafen. Oder auch nicht. Wenn ich schlafen kann, mal gucken. Danke für den ganzen Stream und die Unterhaltung. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und wir hören uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Schreiben, lesen. Ja, mehr nicht, weil das geht ja über, ne? Genau, Liebe geht raus. Gute Nacht, schlaft gut. Hau da rein. Vielen Dank fürs Dasein, fürs Lurken, für die Bits. Bits. Top. Einfach. Haut rein, schlaft gut. Ciao.